Hallo! Stimmung! Friede, Freude, Eierkuchen und Liebe und überhaupt. Was läuft, meine Broskis? Alles im grünen Bereich. Schönen Faschingsdienstag euch allen. Wie ihr seht, wir haben uns verkleidet. Sarah ist heute ich und ich bin heute Sarah. Mhm. Also wenn Sarah spricht, hört ihr meine Stimme. Hallo. Ah, bla, 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 bla. Okay. Das da ganz hinten. Sorry. So, was läuft? Slipknot Master ist da, Calimero ist da, Mario Schütz ist da, Silks ist da, alle sind da. Was geht, meine Freunde? Wie geht's euch? Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Mach ich sofort. Uns geht's einigermaßen gut. Danke fürs Nachfragen. Auch wenn noch niemand gefragt hat, aber ihr werdet fragen. Wir sind gerade dabei, die letzten Teile aufzuteilen von dem Dingens. Von dem Lieblingsset. Ihr wisst schon, mein Lieblingsset. Kann es gar nicht erwarten, weiterzubauen. Wir sind jetzt bei Stream Nummer 6. Und wir sind erst bei der Hälfte von dieser Anleitung. Das Set geht mir tierisch auf den Sack. Aber hilft ja nichts. Show must go on, sagt man. Ich habe noch ein paar Teile zum Aufteilen. Das mache ich schnell mal. Und dann fangen wir auch an, quasi. Ich glaube, du musst das machen, weil ich habe noch kein Ding installiert. Na ja, gib mir das mal. Du unterhältst die Meute. Ich unterhalte die Meute. Gude, schreibt Silks, es zieht sich. Ja, tut's definitiv. Das Set zieht sich tatsächlich, ja. Aber nichtsdestotrotz werden wir es bezwingen, hoffe ich. Oder dabei zugrunde gehen. Lass mich das verdienen. Wo kommt das hin? Da hinten. Ja, genau, es zieht sich Silks, definitiv. Ja, wir haben letztens mit dem Torso angefangen. Also die zwei Beine sind ja fertig. Da ist quasi der Torso, das Innenleben. Sehr techniklastig, war aber auch klar. Wie soll man das denn sonst auch stabil hinkriegen? Genau. Wir machen jetzt dann einfach mal munter weiter. Munter vor allem. Das merkt man gar nicht. Ich schalte mal die Kamera um. Das muss man gar nicht merken. Tun Sie das. So, wir sind bei Bauschritt 373. Oh. Das gleiche Prost. Mozilla hat einen Prost durchgeschickt. Danke, Mozilla. Willkommen zurück. Hallo, Mozilla. Was läuft? Und vergesst nicht, Punkte einzulösen für die Community Challenge für Sarah. Mario, wie geht's dir? Alles gut. Slipknot Master ist etwas müde. Der Paul hat auch Punkte hinzugefügt. Vielen Dank. Das ist ja nett. Danke, Paul. Wie immer steht mein Angebot, Paul, wenn dir langweilig ist, komm rein. Mario Schötz hat auch Punkte hinzugefügt. Merci. So, ich werde kurz was machen hier. Gebt mir eine Sekunde. Sarah wird sich kurz um euch kümmern. Euch rabauken. Kurz. Immer. Mario sagt, er ist jetzt wieder fit. Nice. Das ist gut. Ich hoffe, es sind alle verkleidet zu Hause vor dem Bildschirm. Wenn wir das schon nicht gemacht haben. Glaubst du das? Nein. Aber ich habe tatsächlich heute schon viele verkleidete Menschen gesehen. Ja. Doch. Es hat ja ein bisschen länger gedauert mit sozusagen wieder öffentlichen Partys und so. Kabinenparty. Genau. Folgedessen, glaube ich, war der Andrang recht groß. Zählt ein Heldenshirt als Verkleidung, schreibt Silks. Ja, natürlich. Klar. Das hätten wir auch machen können. Was, ein Heldenshirt anziehen? Ja. Wir haben kein Heldenshirt. Ich meinte Marvel, Helden, Batman, das sind auch Helden. Und so war es gemeint, denke ich. Ich weiß es nicht. Vielleicht meint er auch den Helden. Ja, das sind... Whoops. Okay. Danke, Paul. Ich suche nur schnell die Teile fertig raus. Der Paul ist wieder im Hintergrund. Ich glaube, der Paul will mich leiden sehen, weil das wieder so... Das Teil da suche ich. Was für ein Teil? Das komische da zweimal. Ähm...
gibt es. Gib mir das mal. Weiß es nicht. Ich schau noch mal. Hallo? Glaubst du, ich bin blind? Aber jetzt haben wir alles ausgepackt, oder? Das habe ich auch nirgends gesehen. Hast du irgendwas? Ich habe jetzt alle 3 und 4 ausgepackt. Da ist nur noch 5 und 6. Und da bei diesen einzelnen Dingen da ist auch nichts. Mann, das sind nur die großen. Nein, okay. Aber das, was für ein Teil war das? Ach so, das war so ein langes. Ja, das sind einige, die irgendwie fehlen. Halleluja, Held der Steiner-Shirt. Siehst du, ich wusste es. Ich wohne nicht so weit weg, die Qualität ist echt gut. Ja, die Qualität, das ist. Die Held-Shirts werden ja von Get-Shirts hergestellt. Bei denen habe ich auch mal angefragt wegen dem Shop, aber dafür bin ich leider zu klein. Ich habe einen kleinen. Ja, das ist jetzt. Irgendwie. Komisch. Die sind alle nicht da, das auch nicht, oder? Mach mal. Das wäre ja traurig, wenn du das nicht weiterbauen könntest. Paul oder? Schreibt Gesundheit. Dankeschön. Also lass mal gucken, vielleicht habe ich das ja schon gebaut. Ja, das habe ich schon. Okay. Hat sich dann wohl erledigt. Aber das heißt, ich soll jetzt weitermachen. Und das habe ich auch schon. Das habe ich doch. Hast du dich auch verdingst schon. Ver... Also nicht die richtige Seite. Das habe ich auch schon. Das erklärt, warum. Da kannst du die wieder einsortieren. Und uns fehlt aber der Teil, da guck. Ach, das war doch. Ja, das hat gefehlt. Das fehlt aber immer noch, oder? Ich denke nicht, dass du in der Zwischenzeit eins gefunden hast. Nein, dann muss das weiterhin fehlen. Das wird doch so auch halten. Vielleicht. Gut, dann bist du jetzt da. So, dann können wir jetzt wechseln. Es ist 18.13 Uhr. Juhu. Das heißt, du baust jetzt mal bis 19 Uhr? Nein. So. Mozilla, hält der Steine-Shirt, ist Klopapier nicht günstiger. Nein, die im Laden vor Ort sind extra von ihm produziert. Die Get-Shirts habe ich vom Steve, ist nicht so vom Schnitt für die, die paar Kilo mehr haben, okay? Ich habe gedacht, er verwendet nur die. Alles klar. Man lernt nie aus. Geht's? Ja, das Niesen war jetzt nicht so. Es hätte mich fast zerrissen. Könnte man sagen. Was ist denn das Rote? Ich meine, ich suche ein rotes Teil hier, ne? Oh, Paul. Wir waren doch gerade aufgestanden. Das macht er doch mit Absicht. Bestimmt. Das ist Luder. Guck. Ah ja, es ist ja gut. Dann starte ich mal. Alles wieder gerichtet. Ich komme nicht runter. Seid ihr beiden auch in Hildesheim? Nein. Sind wir leider nicht. Ich habe kurzzeitig überlegt, aber es geht sich bei mir nicht aus. Wir haben ja ein paar News für euch. News? Oh, aber zuerst muss ich mal runter sagen. Danke, Paul. Merci. Ich habe jetzt eine Fußraste. So, es gibt im März bei uns ein paar News. Also ab März. Sarah und ich werden ab März einer neuen Tätigkeit nachgehen. Das heißt, wir werden beide einen neuen Job haben ab März. Ja, da müssen wir uns dann erstmal einarbeiten. Also es gibt, in meinem Job gibt es zum Beispiel eine ziemlich lange Einarbeitszeit. Sicherheitstechnisch wegen der Security-Geschichte. Das heißt, wir werden in Zukunft jetzt mal gucken, wie es mit der Streaming-Zeit, so sein wird. Da werde ich euch dann auf dem Laufenden halten. Wir fangen beide Mitte März an. Witzigerweise haben wir beide ein Angebot bekommen und das ist der gleiche Starttermin. Das ist ein ziemlich lustiger Zufall. Also vom März an kann es sein, dass sich da ein bisschen was ändert, aber das werden wir noch sehen. Vielleicht müssen wir dann eine Stunde später anfangen oder so irgendwas. Mal gucken.
Ihr habt News. Gleicher Arbeitgeber, nein. Nein. Nicht gleicher Arbeitgeber und auch nicht gleiches Feld. Sarah als Security, ja genau. Nein, nicht im Security-Bereich, sondern für die Security. Also ich arbeite in der IT. In der IT. IT-Security. Nicht so wie der, nein, nicht so wie der Kaufhaus-Cop. Bausteinecke schreibt, Sarah! Hallo! Hallo Matthias, was läuft? Genau, also wir haben komplett unterschiedliche Arbeitsfelder. Sarah arbeitet irgendwo, ich arbeite irgendwo und ja, zusammen arbeiten wir auch irgendwo. Nein, aber zusammen nein. Arbeiten wir nirgends, außer hier quasi. Ja, ich Wobei meine, das nicht ja. als Arbeit zählt. Sarah steht beim IT-Unternehmen vor der Tür und lässt keine Viren rein. So ja, nämlich. Das, kannst du da nochmal drauf drücken, bitte? Matthias, an dich kommt das Gleiche. An dich die gleiche Aussage wie an Paul. Ihr könnt beide jederzeit hier reinkommen und wir können quatschen, wenn ihr Bock habt. Ich kann euch den Link schicken. Sagt mir einfach Bescheid, ob ihr Lust habt. Oh Gott. Oh Gott, was? Er hat Jürgen geschrieben. Möchte er den Jürgen würdigen? Das ist die Frage. Oh Mann. Hm? Ich habe schon Mist gebaut. Nein, das gib mir das. Muss das darunter? Ja, es muss eins nach hinten versetzt werden. Die Dinger sind die Hölle, Alter. Genau deswegen. Oh. So? Ja, danke. Und das wieder auf. Das habe ich runtergerupft. Streamt ihr über StreamYard oder wie geht das? Genau, wir sind über StreamYard drin. Da würde ich dir einen Link schicken, da kannst du dann einsteigen mit deiner Kamera und so und dann kannst du mitquatschen. Gib mir die Maus. Eine Nachricht wurde zurückgehalten. Wir hatten das wieder was Schlimmes geschrieben. Für dich auch Montag freigehalten. Ich muss zugeben, bei mir ziemlich scheiße. Simon, das tut mir leid. Dann hoffe ich mal, dass es wieder besser wird. Genau, also Bausteinecke, wenn du Bock hast, kann ich dir den Link schicken. Paul, dir natürlich auch. Ihr sagt mir einfach Bescheid, ne? Habe ich noch nie gehört, dass man von OBS auf Switch über Switch, er schreibt Switch, ich glaube, er meint Twitch, ja. Über StreamYard geht. Doch, doch. Also wir haben bei StreamYard ja alle Accounts hinterlegt. Da kannst du über Facebook streamen, YouTube streamen, Twitch streamen. Stream. Ja. Ist halt insofern recht praktisch, weil du eben Leute einladen kannst, ne? Yes, und yes. Die Streaming-Qualität ist sowieso egal, weil mehr wie 1080p geht eh kaum wo. Ja. Das haben wir uns schon gedacht, Matthias. Oh Mann, gib mir eine Sekunde, ich bin gleich wieder da. Hallo. Ich habe schon gedacht, dass wenn ich jetzt brauche, dann wird es vielleicht. So, gut. Ich rock das Modell. Ja, tatsächlich ist das gar nicht so einfach. Weil die so, wie soll ich sagen, streng aufeinanderzusetzen sind. Ja, also schwierig. Und die Farben, ich glaube, das habt ihr eh schon ein paar Mal gesehen. Man, da sieht es jetzt gar nicht so schlimm aus. Aber sie haben unterschiedliche Farben. Oh Simon, das tut mir sehr leid. Mein Beileid. So, was? Twitch stimmt. Sarah rockt das Modell. Der Kaufhauskopf ruft an. Für mich war das... Oh nein. Ich habe auch schon... Simon, auch von mir. Beileid. Oh Mann. Da sieht man jetzt die Farbunterschiede gar nicht so. Also ich habe es versucht, in die Kamera zu halten, aber
Man sieht es gar nicht so. Ist doch alles Latte. Ich wollte es nur sagen. Latte Macchiato. Was ist Latte Macchiato? Der Gesicht. Okay, dann doch. Ja. Ich schicke mal unabsichtlicherweise die Links raus an die Bausteinecke und dann den Paul. Mal gucken, ob irgendwer kommt. Du willst ja nur mit denen quatschen und ganz unauffällig mich da bauen lassen. Nein. Sowas würde ich doch nie machen. So, unauffällig mal den Link an den Paul geschickt und jetzt muss ich zum Handy wechseln, weil der Herr Matthias ja woanders zu finden ist. Muss man erstmal die Teile finden hier. So. So, ich habe mal ganz unauffällig rausgeschickt, ne? Ganz unauffällig, sagt er. Oh, Entschuldigung, Matthias. Das habe ich irgendwie überlesen. Was? Oh Mann. Dass er gerne streamen würde, aber nicht kann. Das hast du heute geschrieben? Ja, vorher irgendwo, glaube ich, das geschrieben. Upsi. Es tut mir leid, Matthias. Hat er wieder überlesen. Ich liebe dich trotzdem. In einem der nächsten Streams, cool. Ja, wie gesagt, gucken wir mal. Also wir fangen im März dann mit der neuen Beschäftigung an. Dann müssen wir schauen wegen den Arbeitszeiten. Das wird sich jetzt dann alles zeigen. Vielleicht Donnerstag, weil da bist du auch alleine. Was hat das jetzt damit zu tun? Wegen dem Stream, bei den nächsten Streams. Ach so, ja, keine Ahnung. Donnerstag, genau. Bausteineckchen. Donnerstag wäre ich alleine im Stream. Also wenn du Donnerstag Zeit hättest, wäre schön. Genau. Halleluja! Irgendwer hat mir geschrieben, wer könnte das sein? Oh, es war ein Matthias. Aber die Frage ist, war er nackig? Das werden wir nie herausfinden. Slipknot Master hat sich nochmal den Camaro bestellt. Auch cool. Bausteinecke schreibt, ja, geil. Also ich glaube, dass er nackig war. Oder dass er Donnerstag Zeit hat, ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht. Nur für mich. Woohoo! Will den Ascario haben, okay. Es gibt vom Camaro mittlerweile auf Rebrickable ziemlich coole Mocs. Musst du mal reingucken. Er hat auch meine vorletzte Nachricht überlesen. Was? Die vorletzte Nachricht? Simon, ich habe deine Nachricht doch gelesen. Ich habe doch gesagt, dass es mir sehr leid tut, was da passiert ist. Du sagst einfach, wenn du keinen Bock mehr hast. Ich entlaste dich. An die Mocker und Vielbauer unter euch. Welche Teile in welchen Farben braucht Verbaute bei Mocks am meisten? Naja, da wir alle Lego-Fans sind, natürlich nur Regenbogenfarben. Nein. Naja, wir sind ja nicht wirklich Mocker, deswegen. Ja. Wir haben ein paar Papa Alex und so, die kommen aber immer erst ein bisschen später. Der mockt ziemlich viel. Bügelperlen in Lime Green. Ach Mozilla. Bügelperlen. Puh. Bügelperlen sind super. In der Burg Blaustein sind ein paar. Das stimmt. Aber die sind
nicht störend verbaut und finde ich eigentlich. Er hat nicht mal die. Oh. Oh Mann. Ja, Simon, das ist wirklich kacke. Aber was willst du machen? Kann man leider nichts gegen tun. Perlenbügeln ist immer gut. Mozilla. Für mich, schwarz brauche ich am meisten. Ja, ich denke, also schwarz und grau und Tann macht man sicher nichts falsch, ne? Was Mocken angeht. Genau, Sieg schreibt auch Grey in allen Varianten. Milhouse ist da, guten Abend. Was für ein Set ist das? Rate mal. Es ist immer noch das gleiche bescheuerte rote Set mit den schlechten Farben. Leider sind wir noch nicht recht viel weitergekommen. Nein. Aber ich möchte das Set anzünden. Anzünden? Nein. Aber wir bemühen uns, dass es weitergeht. Milhouse, wie geht's dir? Ich habe dich nicht vergessen. Wir schicken jetzt, also ich werde morgen oder übermorgen dein Brieflein wegschicken. Sorry. Du warst früher noch nicht da, du hast das nicht gehört. Also ab März werden wir mal gucken, wie das mit dem Stream hier weitergeht. Denn wir werden einer neuen Tätigkeit nachgehen. Gleich zur Entwarnung. Es wird natürlich weitergehen. Die Frage ist nur, ob sich quasi zeitlich etwas verschiebt. Der Hulkbastier, genau. Der Bastier. Der Hackbastard. Hab den Camaro für 122 bekommen, ja. Ist gut. Milhouse, was? Was denn? Ja, wir fangen beide einen neuen Job an. Witzigerweise zur gleichen Zeit. Die Jobs haben aber nichts miteinander zu tun. Mhm. Ja, und dann müssen wir dann schauen, wie wir es mit den Zeiten machen, weil ich die Arbeitszeiten noch nicht kenne. Viele Teile brauchte die GoPlex nicht, hatte er. Alles gut? Mhm. Sorry. Was arbeitet ihr? Das, mein Freund, ist ein Geheimnis. Sarah macht dieses, ich mache jenes. Ich glaube, ich habe das eh schon mal gesagt. Ich bin Kaufhausdetektiv, wurde gerade festgestellt. Und nein, ich bin kein Kaufhausdetektiv. Was? Warum hast du mich angelogen? Ne? Und was ist dann mit dem Baby Evil, wenn ihr so viel arbeitet? Jetzt geht das wieder los. Guck, wer das geschrieben hat. Ja, ja. Du kannst wirklich da hinschauen, ist angenehmer. Ach. Paul, Baby Evil schicken wir zu dir. Zeig mal dein Walkie-Talkie. Zum Babysitten. Ich habe kein Walkie-Talkie, das kriege ich erst. Und dann kriege ich auch einen Segway. Oh. So wie der, wie ist denn der Film? Der Kaufhausdetektiv, oder? Ne, Kaufhaus-Cop, oder? Kaufhaus-Cop, genau, sowas. Irgendwer hat das eh vorher geschrieben, oder? Ach so. Oder nur Kaufhausdetektiv, das weiß ich jetzt nicht. Habe ich dann wohl nicht gesehen. Kann schon sein. War ja kurz weg. Ja. Kommt Paul in den Stream? Gute Frage. Fragt ihn selbst. Denn. Keine Ahnung. Ich bin für jede Schandtat bereit. Macht es dir Spaß? Ehrliche Antwort? Ja. Es ist super viel Spaß. Die Steine sind super, oder? Im Vergleich zu den netten Steinen. Die sind ärger als Panlos-Steine. Und Panlos. Da bricht man sich schon fast die Finger. Lohnt sich der Wechsel finanziell? ja, doch. Ich hoffe nicht, dass Paul im Stream kommt, sagt der Mozilla. Alter, der ist heute wieder auf Krawall gebürstet. Ja, der Wechsel lohnt sich definitiv finanziell. Und auch, ja, die Tätigkeit wird wieder spannend. Spannend? Glaube ich halt. Was tust du da? Wer ist denn alles von den eingefleischten Menschen hier im Staat? Was? Eingefleischt? Hast du
das ja wohl zu viel Horror. Die Prominenz ist da. Ah. Hallo Dorsten. Hallo Dorsten. Grüße. Wie geht's uns? Die immer da sind. Ja, genau. Es sind immer die da, die da sind. Dorsten, was läuft? So. Wenn der Chef ja schon mal da ist. Ist das die richtige Seite? Bist du dir ganz sicher? Ja, guck doch. Ja, ist doch die richtige Seite. Calimero, wie war euer Stream letzte Woche? Ich hoffe, der war gut. Was? Nichts. Hast du pst gemacht? Nein, habe ich nicht. Es war ein anderes Geräusch. War es mir ein Huaal? Genau. Ein bisschen mache ich noch und dann kannst du wieder selber weitermachen. Okay. Lies mal da lieber den Chat. Hier läuft alles gut, bin zum Glück nicht in dem Alter, wo es mit dem Laufen Probleme gibt. Aber gut, morgen sind wir beim... Ah, okay, cool. Freut mich, Calimero. Und Dorsten, das hoffe ich doch, dass es noch angenehm läuft. Ich will ein Löschzwerg, Dorsten. Schick mir ein Löschzwerg. Der war lecker. Der Zwerg war super. Wir können morgen nicht vorbeischauen. Wir sind morgen nicht da. Also wir sind dann wir sind meistens unterwegs abends, wenn wir nicht streamen. Oder machen irgendeinen Blödsinn. Aber danke für die Einladung. Sorry. Vielleicht gucke ich mal kurz vom Handy aus rein. Wir machen immer irgendeinen Blödsinn. Blödsinn. Milos hat Dehnung geschickt. Schön. Mach mal gleich. Oh Gott. Das in meinem Alter. Wisst ihr, meinem Alter zählt das schon als Körperverletzung. Das zählt als Körperverletzung? Tada! Warte, ich muss auch noch. Tada! Ich komm gleich wieder. So zwischendrin aufstehen ist ja ganz gut. Grundsätzlich. Was? Zwischendrin aufstehen ist ja ganz gut, habe ich gesagt. Sag mal. Kann man sich echt die Finger brechen? Schon wieder Werbung. Wo ist denn der Adblocker? Dorsten abonnieren! Baut ihr eigentlich auch irgendwann Lego-Sets? Ja, wir bauen noch alles. Ja. Wir bauen noch Lego-Sets. Wir haben doch einiges schon gebaut von Lego. Genau. Aber ich muss nach dem Set hier müssen wir definitiv ein Lego-Set bauen. Oh. Wer war das? Der Dorsten. Doc Tom hat Dorsten ein Abo geschenkt. So. Nice. Das Ford GT-Set werden wir vermutlich nicht bauen, Milos. Das passt nicht so zu den Autos, die mir gefallen. Doc Tom, danke dafür. Und ja, jetzt hat, der Dorsten keine Werbung mehr. Jetzt gibt es noch ein Abo-Dance für den Doc Tom. Du machst ein, das hat so was Hawaii-mäßiges, oder? So, schön. Hallo Dr. Tom, Liebe. Ach du Scheiße, was ist denn jetzt los?
Moment. Habe ich was? Hast du was verpasst? So, Dustin. Milhouse hat 2 Abos verschenkt. Dem Silks und der Bausteinecke. Nice. Das heißt, der Milhouse kriegt auch einen Dance von uns? Ja, natürlich. Was machst du für den? Ich passe mich dir dann. Du passt mich mir an? Nein. So, ein Dance für den Milhouse. Was gibt's für einen Dance? Weiß nicht. Jetzt darfst du dir was aussuchen. Nein, ich bin. Du darfst dir jetzt was aussuchen. Such dir was aus! Okay, dann so. Das ist wie eine Eule. Eule. Okay. Jetzt kommt sicher wieder irgendwie auf blöde Ideen. Danke, danke, Milhouse. So, ich muss mal kurz nachlesen. Doc Tom sagt Hallöle. Sie sind der Doc Tom. Danke fürs Abo. War da. Danke, Milhouse. Danke, Doc Tom. Danke an alle. Schön. Danke, liebe Leute. Mein Auge juckt. Ein Tanz wie bei OnlyFans, bitte. Okay. Na dann, viel Spaß. So, war das sexy genug? Mehr Sex geht doch gar nicht mehr. Nein? Keine Ahnung. Schön. Doc Tom, wie geht's dir? Also heute frei? Hey, was ist und das? Wenn wir dabei sind, okay. Bei was? Und wenn wir dabei sind, mein Auge juckt. Ich vermute mal, er wird noch was raushauen. Dachte ich mir. Doc Tom hat Calimero ein Abo geschenkt. Was? Doc Tom will dich einfach tanzen sehen. Ja, Doc Tom wird mich tanzen sehen. Oh Mann. So. Okay, alles gut. Oh mein Gott. Au! Was tut er denn? Doc Tom, der war für dich. Mach du einen Doppeltanz. Ach du Scheiße, was ist denn jetzt? Sarah, du musst einen Doppeltanz machen, wird was gefordert. Keine Ahnung. Was ich soll vermutlich aufhören zu tanzen. Was ist denn jetzt kaputt? Milhouse hat 2 Abos verschenkt wieder. An den Austrian Brick Fan und an den Stony MB. Okay. Doppeltanz. Ich war kurz Alk, sagt die Baustellenecke. Er war Alk. Was? Und wo ist der zweite? Das zählt doch nicht mal als einer. Doch. Natürlich zählt also, das. Ich habe mich aus dem Bild ge... Ja, das geht bei mir nicht. Ich bin zu dick. Moment. Das war gut. Das macht Spaß. Bin ich jetzt ja, draußen? Ist denn heute schon Weihnachten? Der Doktor. Jo, schon. Es wirkt fast so. Das ist ja nett. Kannst du das bitte darauf drücken? Was? So, dass es hält. Danke. Man bricht sich echt die Finger fast bei dem. Jetzt weiß ich auch, wo mein Fingerproblem herkommt. Wahrscheinlich, ja. Mir ist nämlich aufgefallen, ich hatte in letzter Zeit hier vorne im Finger immer voll die Schmerzen. Und der war ausgerenkt, also der war nicht mehr drin. Den musste ich wieder zurück rein schieben. Was? Mach weiter, Thomas, die tanzen gerade so schön. Oh, Sven. Sven Gadget, jetzt hat er das erste Mal gechattet. Siehst du, jetzt funktioniert's. Was ist denn jetzt passiert? Ich kann doch so nicht lesen. Bits gecheert. Bitte nehmen wir tanzen. Die Bits sind jetzt dafür, dass wir nicht mehr tanzen. Alles klar. So, Sven ist auf jeden Fall da. Danke, Sven, fürs Vorbeischauen. Oh, genau, Dorsten, wir werden nicht mehr tanzen. Wir werden jetzt headbangen. Und was? Deine Niere, die ich sehe nur eine, die toll tanzt.
Ja, super, klappt. Nice. Okay, Dorschberg hat gesagt, wir dürfen nicht mehr tanzen. Das heißt, wir müssen headbangen. Gib mir den Teil drin. Nein, gib mir. Nein, gib ihn. Du kriegst das nicht auseinander. Ich krieg das schon auseinander. Du weißt ja gar nicht, was ich will. Du kannst mit den Teiletrainern nichts auseinandernehmen bei diesen Steinen. Was willst du denn? Was ist denn falsch? Das muss runter. Gut. Du kriegst das mit den Teiletrainern nicht runter. Du zerbrichst den Teiletrainer mit den Steinen. Davon haben wir ja nur 20.000 und das hätte ich schon gekriegt. Kriege ich das runter? Kriege ich das runter? Klappe. Wie war das? Halt die Klappe. Ich hoffe, es haben alle gesehen. Dass niemand das hat das gesehen. Niemand. Headbangen, was mache ich auch mit, wenn die Mucke passt? Jawohl, Mucke. Wir sind sehr eingeschränkt, was die Mucke angeht, ne? Bei den Livestreams. Aber wir finden da schon was. Lizenzfreier Heavy Metal. Milhouse hat 100 Pits gecheert. Ohne Text diesmal. Danke, Milhouse. Vielen Dank. Nice. Der Hype-Train nähert sich übrigens, steht da. Ihr seid schon wieder alle wahnsinnig. Da gibt es bald wieder einen Hype-Train. Hype-Train! Willst du jetzt wieder weitermachen oder soll ich? Ein bisschen? Ich kann schon. Wo sind wir da? Weißt du was, du hast vorher gesagt bis 19 Uhr, also mache ich bis 19 Uhr. Mario Schatz hat 100 Bits gecheert. Merci. Nice. Der Hype-Train kommt, steht da. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Danke, Mario. Danke. Auch ohne Text. Ihr könnt Text dazu schreiben. Ich bin nicht gespannt. Das Problem ist, hier ist der Chat gerade so überfüllt mit Müll im OBS, dass ich da drüben mitlesen muss. Text. Mario Schatz schreibt Text. Calimero hat 100 gecheert mit einem Regenbogen-Einhorn-Herzchen. Oh, danke schön. Uni 100. Der Paul hat auch abonniert. Ich weiß nicht, ob das der Paul war. Ach so, es kann ja wieder sein, dass jemand das verschenkt hat. Nein, Paul. Danke, Paul. Der Dorschen hat aber verboten zu tanzen, also jetzt ist die Frage. Sozial mit Mozilla wieder. Das muss ich sehen. Wir dürfen nicht tanzen, wir müssen headbangen. Headbangen? Das, zu der Musik ist das ein bisschen doof. Ja, ich brauche andere Musik. Muss ich jetzt meine Haare aufmachen? Nein, ich kann. Kannst du das machen? Ich brauche Musik. Ja! Das muss ich sehen. Das Headbangen. Alles klar. Ich kann halt nur lizenzfreie Musik nehmen. Irgendwas findet man ja da trotzdem, hoffe ich. Party! Calimero! Nice. Ich finde da nichts. Sollen wir es riskieren, dass wir ein Copyright-Ding kriegen? Willst du das? Ja, ist mir doch egal. Müssen wir halt rausschneiden. Ach so, so meinst du. Böse. Was nehmen wir denn? Ich glaube, ich weiß, was wir nehmen. Nimm doch deine Titelmelodie, sagt der Mario. Schatz. Ja. Wenn ich wüsste, wo ich das abgespeichert habe. Jetzt geht das große Suchen los. Ach, so Schande. Was wollt ihr denn von mir? Ich habe euch nie was getan. Ich kann eins davon nehmen. Mhm. Das da. Du kannst nehmen, was du möchtest. Hört man das überhaupt? Du kannst
du es ja lauter machen. Nein, ich glaube, man sollte das hören. Hört man das? Jetzt geht's los. Und dann müssen wir das so oder so. Tu, was du möchtest. Nicht umfallen und nichts abräumen hier. Jetzt geht's aber los. Da! Oh, Hilfe. Jetzt aber richtig los hier. Heilige. Was ist denn hier los? Da ist gerade Feuer aufgegangen. Moment, ich muss jetzt mal nachlesen. Ah. Okay, alles klar. Ich komme nicht mehr zum Nachlesen. Oh Mann. Was habe ich denn alles verpasst? Soll ich dich daherlassen? Alter Schwede. Okay, ich lese gerade nach, was da so passiert. Er versucht es zumindest. Andrea Berg, hat irgendjemand gesagt. Wer war das jetzt? Berg? Mozilla. Nein. Ach du Schande, was habe ich verpasst? Wacken. Jawohl, Milhaus schreibt Wacken. Okay. Danke dafür, Milhaus. So. Mario Schötz hat Abos verschenkt. Wow. Danke, Mario. Muss ich jetzt wieder. Tobi hat abonniert. Und jetzt bitte. Lies was du musst. Was? Oh. Hier drin hat es eh 200 Grad. Wo? Ich sehe es nicht. Da. Achso. So, was ist denn jetzt passiert? Hügel hat abonniert. Da sind ein paar Abos verschenkt worden. Dafür hab ja, Dorsten, du hast gesagt, ich darf nicht mehr tanzen. Das war kein Tanzen, mir ist warm. Heilige Mutter Maria, Calimero hat. Alter Schwede. Kommst du auf mich? Calimero hat 1000 Bits gecheert. Wow, vielen Dank. Nice. Mein Bot hat auch ein Abo. Das stimmt, der Baustein-Bot hat ein Abo. Milhaus hat auch nochmal was rausgeschmissen. Danke, Milhaus. Das war besser als tanzen. Ne? Mir ist warm. Ihr müsst nämlich wissen, in dem Raum ist es sowieso schon ziemlich warm durch das ganze Licht und so. Ja, genau. Danke, Doktor. Mal was. Danke. Man muss vielleicht dazu erwähnen, da. Danke an alle. Unfassbar. Cool. Was, du bist dabei, deinen Rekord zu brechen. Da. Stößt darüber? Ich bin vielleicht ein bisschen aus der Jugend. Hat man die Musik eigentlich gehört? Schon, oder? Ich glaube, die läuft nämlich direkt übers OBS. Also wenn man das jetzt nicht gehört hat, dann weiß ich auch nicht. Oder liegt es an gewissen körperlichen Filmen? Oh. Jetzt ist der Milhaus auch gemeint von mir. Man muss nicht alles so nehmen, wie es da steht. Da steht doch, ich bin fett. Nein, da steht. Man hat es gehört. Körperliches Filmmaterial. Wir haben noch mehr von der Musik. Kennt ihr eigentlich den Rest schon von denen? Nein, vermutlich nicht. Und. Also vielleicht machst du ein bisschen leiser. Damit man dann hört, wenn du antwortest.
So lang und schnell als so lang und schnell hat sich unser Sascha in der Nähe von Sarah schon lange nicht mehr bewegt, sagt der Dorsten. Nee. Mario hat wieder gecheert, danke dafür. Milha schreibt mega. Oh, nice. Calimero war bei Trivium mit Helm Schabirn. Oh, das ist unsere sexy Dime-Musik. Wurde auch als Kind ausgestopft und habe bis heute Probleme, das Füllmaterial zu entfernen. Gleich hat er wieder Rücken. Ja, das ist unsere sexy Dime-Musik. Ja, dann auf OnlyFans. Ja, aber es hat heute noch keiner was Gemeines gesagt, außer dass ich fett bin. Das ist schon mal was. Oh. Hype Train. Der Hype Train ist überhaupt mal hinter der Kamera. Siehst du das? Oh mhm. Mann. Das Problem hatten wir schon mal. Ja, ich muss das umstellen. So, jetzt ist der Hype Train ganz oben. Guck. Ja, sehr schön. Wir sitzen alles im Hype Train. Calimero sitzt im Hype Train. Dosten, Milhouse, Doc Tom, Mario Schütz, Neuss. Tut, tut. Ist der eigentlich da auch? Ja, da ist der Halbprin auch. Da ist er auch falsch, guck. Er gehört auch weiter auf. Hm? Der Halbprin. Naja. Ist er jetzt richtig? Er fährt! Tschu-tschu! Danke. So, der Zug ist gefahren. Oh mein Gott, er ist weg. Danke nochmal an alle, das war ziemlich lustig. Herr Popel ist da und sagt... Genau, Mario Schatz schreibt, tut mal da. Dingsbums. Milhouse hat Skallis geschickt. Popel schreibt, moin allerseits, der Tag der süßen Schnecken. Hallo. Wie kommt man jetzt an Hype Train in den Stream? Das ist ein kleines Plugin, ich kann dir das mal zeigen. Tut, schreibt der Paul. Tut. Wo waren wir stehen geblieben? Es geht weiter. No. Nein. Was hast du getan? So, ja. Hast Plugin, also doch Sexy Time. Ja, genau, Mozilla. Sexy Time. Oh, und Sarah Ibo-Sticker. Wuhu! Dankeschön. Doc Tom war das. Danke, Doc Tom. Guck mal auf WhatsApp. Oh Gott, was hast du getan, Dorsten? Wer? Ich habe was eingestellt. Was? Ah! Cheers, Dorsten. Ach so. Guck. nice. Ich habe was eingestellt. Emote only, was? Wo? Habe ich das übersehen jetzt? Oh, Entschuldigung, Milhouse. Entschuldigung, Moment. Geht schon los, gleich. Ich war gerade abgelenkt. Hier. Emotes only. Moment. Kann sich nur um Stunden handeln. Moment, sagt er. So, jetzt gibt's nur Emotes Chat. Bitteschön. Sorry, Milhouse. Jetzt gibt's nur Emotes. Ja. Ich habe eine kurze Frage. Sind das... Ihrer Stamm? Miss, ja.
Kriegst du dann auf? Oh nein, dann habe ich die falschen. Hey. Hallo? Oh Mann! Nein! Es geht echt rund! Rund! Oben hängt da noch eine, warte mal. Ich habe alles kaputt gemacht. Schau mal da oben und rette die Figur aus dem zweiten. Die da? Ja. Oh nein. Guck, wie die lustig liegt. Mhm. Die hat wohl getrunken. Guten Tag. So, Emotes. Jetzt könnt ihr bitte schreiben. Ah, Leute. Alles gut. Das ist alles ganz normal. Alles ganz normal, da hätte nur fast. Ich hätte vielleicht ein bisschen was gerade abgeräumt, fast. Aber egal. Aber zumindest hatten wir alle Spaß. Nein. Was nein? Jetzt bist du dann dran. Wenn ich weiterbaue, musst du voll abgehen. Nein. Wollt ihr, dass Sarah voll abgeht? Das ist schön, aber ich will das nicht. Ich habe Ehre. Ich habe noch sowas wie... Nein, aber ich kann mir selber was... Mich selber entscheiden. Nein. Mir selber was entscheiden. Mhm. Mir selber. Psst. Mir selber entscheiden. Schön. Stimmung. Stimmung. Lass Sarahs Niveau in Ruhe. Okay. Danke, Milo. Ich lasse Sarahs Nivea in Ruhe. Nivea. Du fährst gleich eine Nivea. Yeah. Yeah. Das war lustig. Ich hoffe doch, dass das lustig ist. Das nächste Mal springe ich auf den Tisch. Nein, weil der hat auch schon ziemlich gewackelt. Nein. Dass du dich festgehalten hast. Nein. Mhm. Ich wundere dich, dass alles noch da ist. Ich zerstöre jetzt das ganze Studio. Ach, wenn sonst nichts ist. Hm. Hallo. Hallo. Wolltest du irgendwann aufhören? Jetzt. Ja, ja. Ich habe gesagt bis 19 Uhr. Also das stecke ich jetzt noch zusammen. Stimmung! Und dann kannst du weitermachen. Ja. Stimmung. Stimmung. Wieso machst du keine Stimmung? Ich glaube nicht, dass der Tisch schon. Oh. Da hat keine 170 Kilo. Hängen wir? Nein. Warum hängt es da? So wichtig. Okay. Da. Okay. Bist du jetzt traurig? Ja. Musilla, entschuldige dich. Er hat gesagt, ich habe 170 Kilo. Ja, man muss ja nicht auf alles hören, was er sagt. Oh Gott, was kommt jetzt? Musilla. Sei lieb. Oh Mann. Ganz so viel habe ich nicht. Das sind vielleicht 169,5.
Doc Tom schreibt LOL. 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 Ich gehe jetzt. Wieso? Ja, die gemein. Ach, Mann. Die Sarah hat das nicht so gut gemacht. Was? Nix. Hast du mich gerade gedisst? Nein, ich habe gesagt, die Sarah hat das nicht so gut gemacht. Was hat die Sarah nicht gut gemacht? Nix. Alles. Wir müssen da wieder raus. Viel Spaß. Warum? Weil das nicht die richtigen sind. Du brauchst das nicht messen, lies die Nummer. 3, da steht aber nicht 3. Oder steht doch 3? Na gut. Das ist keine 3, das ist eine 4. Upsi. Die 3. Und ich glaube, dass ich das trotzdem auch raustun muss, weil ich glaube, dass das in die andere Richtung gehört. Das muss so. Dann ist der Knick falsch. Nein. Alles falsch. Huh! Halt die Klappe. In meinem Hipster-Dude. Ich habe keinen Hipster-Dude. 50 Kilo Muskel, 50 Kilo Knochen, 70 Kilo Tränendrüsen. So, ihr Lieben, ich muss leider wieder gehen. Bis ein andermal. Calimero, danke fürs Reinschauen. Danke. Mach's gut. Danke für alles. War lustig. Bis zum nächsten Mal. Schönen Abend. Falsch rum. Gut, ich glaube einfach. Dass wir den Scheiß gleich wieder selber bauen. Oh, nicht Scheiß sagen. Hm. Das ist das beste Set, das wir je hatten. Mhm, absolut. Ja. Ich kann mir gar nichts Besseres vorstellen. So. Viel Spaß. Ich wusste, dass das passiert. Ich nehme meine Maus mit. Nimm sie mit. Die gehört mir. Ja. Nur mir. Du Armer. Was? Nix. Hast du gesagt, die Arme? Du Armer, also, habe ich gesagt. Warum bin ich jetzt ein Armer? Bin ich ein armer Gütesiegel? Der Hügel ist da, was läuft? Hallo Hügel. Du hast nichts verpasst. Hallo Hügel. Das, was du verpasst hast, ja. Kann man nachschauen. Genau. Könnte man nachschauen, wenn man möchte. Hügel, was läuft? Ich habe jetzt eine Stunde gebaut. Tom. Wenn es der Stream will, nicht wahr? Es ist so traurig. Ihr seid sehr lieb mit ihm, ihr wisst das. Hoffe ich. Ich glaube, Dr. Tom lacht sich gerade einen Ast. Ja, das vermute ich. Habe ich euch eigentlich schon was Cooles gezeigt? Ich weiß nicht mehr, ob ich das schon gezeigt habe. Ich habe 2 Sachen aus meiner Kindheit wiedergefunden im Internet. Im Internet. Guck mal. Den hatte ich als Kind. Den habe ich jetzt wieder gefunden. Und den da auch. Super cool. Der hier ist von 1987. Und der ist von 1979. Ja, die habe ich wieder gefunden und die musste ich wieder haben für ein paar Euro. Einfach nur aus Nostalgiegründen. Naja. Ich liege gerade unter dem Tisch, sagt der Doktor. Die kann ich so machen, guck. Tatü, tata. Die Nische. Schwerst dir aus. Hast du etwa gelacht? Nein. Sowas würde ich nie. Es ist so traurig, dass du jetzt weiterbauen musst. Ich hätte so gern gebaut, also wirklich. Das ist das beste Set, das ich je hatte. Hm. Nicht. Baustein-Ecke ist im Lurk. Okay, Lurk.
eBay ist voll geil, voller Nostalgie. Ich habe vor kurzem einen Teppichklopfer gefunden, mit dem das Kind immer verdroschen wurde. Was? Okay. Wo spielen denn bei euch Bands, wenn die auf Tour sind? Gibt es da eine bestimmte Location in Graz? Ja. In Graz spielen die größeren Bands alle eigentlich in der Stadthalle. Und sonst gibt es halt noch Wien. Okay. Was? 1979, ja, Musila. Das eine Auto ist von 1979. Und ja, ich weiß, das war vor meiner Zeit. Aber ich hatte den trotzdem. Den gab es wohl ein paar Jahre lang zu kaufen. Fritzelkeller. Wie romantisch. Teppichklopfer. Oh Mann. Das ist halt wirklich böse. Das heißt, der Wir, er hat das geschrieben. Ja, und wer lacht ganz höhnisch mit? Ich lache nicht. Mhm. Das sind Schmerzensschreie. Ja. Trouble, trouble. Der Marischat schreibt, er hat gelesen, dass seine Lieblingsband am 14.04. in Graz spielt. Okay, was ist denn deine Lieblingsband? Mhm. Am 14.04. Also Pantera wurde ja abgesagt. Ich wünsche euch noch viel Spaß bei der Fertigstellung des Sets heute Abend. Milhaus, ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern. Aber danke. Heute Abend ihr. Verlässt uns wieder, Milhaus. Wir werden dich vermissen. Wir werden dich in unsere Gebete einschließen, wenn wir beten würden. Wenn wir beten würden. Ich habe ein paar Teile auseinandergetut. Guck, das ist ein Teileberg. Mhm. Kannst es ja eine Schüssel geben. Milhaus schreibt nein. Okay. Schüssel. Nein. Milhaus schreibt nein. Okay. Schreibe ich auch nein. Kaubart ist da. Was läuft? Der Hi. Ist schon länger da. Nein, da steht Hallo an alle zusammen. Aber vorher hat... Ach so, nein. Das war er hat ein Abo gekriegt, weil Abos verschenkt wurden. Kaubart hat ein Abo. Wuhu! Passt schon. Captain Kaubart. Ich kann meinen Bart noch nicht kauen. Nein. Ich weiß auch nicht, ob das eine gute Option ist. Ich glaube nicht, dass das geil ist, um ehrlich zu sein. Ich stimme zu. Wenn der Bart lang genug ist, kann man ihn als Zahnseide verwenden. Nein. Ich gucke mir diesen glorreichen Baustream gerne an, da lernt man viel. ja. Über was? Danke. pädagogisch wertvoll quasi. Mhm. Wie man es nicht macht, oder? So. Was war das jetzt mit der Lieblingsband in Graz? Genau. Das war der letzte. Was ist deine Lieblingsband, Mario? 14.04. Ich könnte jetzt herausfinden, was am 14.04. in Graz spielt. Aber vielleicht will er es uns gar nicht sagen. Was jetzt nicht schwer zum Herausfinden wäre. Ich habe gar nicht gewusst, dass Modern Talking wieder auf Tour geht. You're my heart! You're my song! Oder ist es die männlichste Band der Welt? Manowar! Was? Feuerschwanz? Er hat Schwanz gesagt. Santiano. Feuerschwanz. Klingt so ein bisschen nach Mittelalter-Ding. Mozilla hat, guck, Feuer. Dings. Das war so klar. Wo ist denn das? Was denn? Was? Das. Was? Das. Ja, da. Normal passiert das nur dir. Ja, mein Hart! André Rieu. Ist es auch, dachte ich mir. Cool. Die spielen in der Stadthalle, oder was? Oder was? Sie spielen in Graz. Er hat ja gefragt, wo es. Ach so, ja gut, das muss ja dabei stehen, wenn man Tickets kauft. Ich gehe mal davon aus, dass. Es gibt ja nur, also je nach Größe der Band ist es entweder die Stadthalle oder es ist das
BPC. Hm. Oder Orpheum könnte auch sein. Orpheum, stimmt, Orpheum könnte auch sein. Also ja, ja. Brennende Aubergine mit ihrem Hit-Album. Mir brennt die Aubergine. Ich habe nur Werbung gesehen, ich google mal. Ach so, okay, alles klar. Ui, ui, ui. Weil dann sagst du Bescheid, wenn du in der Nähe bist, ne? Weil dann gibt's Kaffee. Und Pfefferbeißer natürlich, ne? Also, die du mitbringen musst. Nee, ich wollte gerade sagen, es ist schon wieder eine Aufforderung. Nett. Ja, bring Pfefferbeißer mit, dafür kriegt er echt einen steirischen Kernölkaffee. Kernölkaffee. Da will man gleich, ja, nicht. Feuer-Auberschiene. Auberschiene. Auberschiene. Aubergine. Nee. Keine Aubergine? Nee. Ja, Orpheum, alles klar. Dann ist das Orpheum, das ist in der Stadt, da ist Parken scheiße. Also musst du außerhalb irgendwo einen Parkplatz suchen und dann mit den Öffis hin. In der Stadt ist alles Zone und meistens alles voll. Gibst du mit dem aus? Nee. Würde ich noch meinen alten Job haben, könnte ich dir einen Parkplatz in der Tiefgarage besorgen. Aber... Aber bei uns in der Nähe gibt es einen Park. Erfrischungsstäbchen nicht vergessen, genau. Was, Milhouse? Warum, was? Das gebe ich jetzt nicht frei. Aber wie gesagt, Orpheum ist, du kannst aber, wenn du da auf das Konzert gehen solltest, könntest du bei uns parken und dann von hier aus mit dem Bus reinfahren in die Stadt, dann kommst du genau dahin. Ja. Dann sparst du dir das Parkticket. Zum Beispiel. Das ist nämlich nicht so günstig in der Zone. El Zono Diabolo. Ich meine, es gibt zwar am Abend keine Zone mehr, aber meistens bist du ja schon um 5 oder 6 oder so an so einem Konzert und hast du noch 3 Stunden zu zahlen. Nö. Oh Gott, was habe ich getan? Oh nein, ich habe den Chat weggemacht. Wieso? So, jetzt bin ich wieder im Chat. Ich habe den falschen Knopf gedrückt und plötzlich war der Chat weg. Bei uns gibt es schon seit 89 keine Zone mehr. Oh. Du musst damit rechnen, dass du solche Kommentare kriegst, oder? Das... Ah! Ja. Das war so klar. Ja. Ja. Unsere Zone bezieht sich auch nur auf Parken. Wir haben keine Mauern. Also schon an Häusern und so, aber. Entschuldigung, ich wollte sagen, übergroßen Raumteiler. Ah, ich habe mir einen Nagel eingerissen. Guck. Ja, und was soll ich jetzt tun? Oh mein Gott, meine schönen manikürten Nägel. Parking Zone. Das ist wie die Twilight Zone. Das wird immer besser. Soll ich jetzt eigentlich wieder weitermachen? Gleich. Oder? Wer hat mir geschrieben? Weil irgendwer wird ja dann wieder vermutlich eine Auswechslung machen und dann kann ich eh gleich da sitzen bleiben. Ja, Mann! Ja, Mann! So. Und seit über 70 Jahren kein österreichischer Staatsoberhaupt. Gibt es bei uns auch keins. Also zumindest nein. Van der Bellen ist, lassen doch kein, wir das einfach ist mal doch kein so österreichischer stehen. Name, oder? Van der Bellen. Klingt holländisch. Nein? Ja, ist doch... Van der Bellen. Van da Bellen, verstehst du? Klingt wie ein Hund, ja genau. Sieht doch so aus. Was ist Österreich? Muss man das kennen? Nein. Das ist das, wo es kein Schnitzel mit Tunke gibt. Aber dafür riesige Schnitzel in Wien. Klingt nach einer Käsesorte. Van da Bellen. Nach einer Käsesorte. Ja. Ich finde es echt fies, dass da ein Teil fehlt.
Aber das wird trotzdem halten. Vielleicht. Oder? Wenn du nach Italien willst, müsste man da durch. Tja, dann die Frage, wer zur Hölle willst du nach Italien? Viele Menschen wollen nach Italien. Was gibt's da? Alles, was es auch in der Tiefkühltruhe gibt. Oh, Pietro Pizzi. Das ist gar nicht nett. Es gibt auch Capital Bra Pizza. Wie viel geiler kann es in Italien werden? Gott. Den Papst. Also jetzt wird's aber... Capital Bra. Es gibt auch Capital Bra Eistee. Weißt du, wie der heißt? Will ich das wissen? Der heißt Brati. Kein Scherz. Sowas will man doch gar nicht. Klingt, als wäre es erfunden, ist aber nicht so. Wurst. Nein, es ist Eistee. Ohne Wurstgeschmack. Mit echtem Wurstgeschmack. Nach was schmeckt das? Nach Wurst. Welcher Wurst? Nach Bratwurst. Nach Bratwurst. Nein, ist doch jetzt auch egal. Wonderful. So. Junge. Bitteschön. So. Genau. Ich lasse die Maus mal da liegen. Vorsichtshalber. Vorsichtshalber. So, 5, 4, 3, 2, 1. Gibt auch Dirty. Ja, habe ich auch schon gesehen. Ich weiß aber nicht, von wem der ist. Muss man da zur Bank? Zum Capital Bra. Die musst du doch mitnehmen, die Maus. Okay, ich habe die Maus mitgenommen. Dein Auftritt, Doktor. Soll ich überhaupt schon anfangen, Teile rauszusuchen? Ja. Die Dörte kenne ich. Hast du das? Kevin David? Was ist das? Kenne ich nicht. Nee, so nicht, mein Freund, sagt der Doktor. Sehr gut. Ich sehe schon, wir werden im Jahr 2024 noch dieses hässliche Set bauen. Nein. Bravo. Shirin David kenne ich wirklich nicht. Nein, ist das jetzt ein Typ oder eine Frau? Shirin klingt nach Frau, David nicht so. Es ist sicher eine Frau. Das muss überhaupt Shirin. Nicht sein. Shirin ist doch ein... der Name kommt aus dem Iran oder Irak. Iran? Iran, glaube ich. Ich weiß nicht. Ja. Ich kannte mal eine Shirin. Wie weit seid ihr eigentlich? Fragt Milhaus. Das geht dich einen Scheiß an. Achso, Entschuldigung. Ich dachte, Sarah fragt das. Entschuldigung, Milhaus. Wir sind bei Bauschritt 404. Und es gibt... Reality Star ist die Shirin. Dann ist ja schade, dass ich sie nicht kenne. 692. Und was haben wir? 400 erst? I know Victoria's Secret. She was made up by a dude. Nein. Lass mich nicht hängen. Dude. Ich kann das nicht. Dude. Wir sollen unsere Bauvorschritte zeigen. Okay, bringst du mal die Beine? Das Ding hat zwei Beine, man glaubt es kaum. So, wir haben zwei Beine. Upsi. Moment. Das Bein, zusammen sind es zwei. Zwei Beine. Zwei Beine. Ich glaube, das ist genau verkehrt rum. Das goldene Zeug gehört nach außen. So. Bein. Genau. Beinbau. Und jetzt bauen wir schon den Oberkörper. Ja. Schon. Ja. Fühlt sich nicht so an wie Nein. schon. Es fühlt sich Vor allem, es kommen auch noch Arme.
Die sind nochmal so groß wie die Beine. Ja. Und es ist ein bisschen... Okay, du kannst es wieder haben. Entferne diesen Schund von meinem Tische. Weib. Hey. Markt. Entschuldigung. Du kriegst gerne. Definiere mal das. Das wird ja ein Monster, ja. Also, wie gesagt, die Beine haben wir fertig. Das wird ein Monster, ja. Und das ist auch monstermäßig zu bauen, Dorsten. Ich schicke dir das seit lieben gern zu, wenn wir fertig sind. Aber nicht zerlegt. Nein. Das Einzige, was wirklich cool ist an dem Set, muss man nochmal sagen, sind die goldenen und silbernen Steine. Die sind wirklich, sieht man das? Schön. Die sind wirklich gülden. Das war es dann aber auch nicht schön. Und die sind auch wirklich, die sind wirklich, wirklich schön. Die gefallen mir. Die sehen gut aus und Silber, haben wir gerade irgendwas in Silber, da ist was. Die sehen echt gut aus. Was sagst du dazu, Doschen, als alter Steine-Kenner? Also nur die Beine. Ja. Aber die Beine allein waren schon fast 300 Bauschritte, glaube ich. Ja, circa. Schon bedeutet, ich will nur ein Drittel des Sets sehen. Genau. Also wir haben ein Drittel gebaut. Das heißt, ihr könnt jetzt... Hast du? Mhm. Aufhören. Wie ist denn das passiert? Weiß ich doch. Aha. Da ist noch mehr. Mhm. Beschichtet. Tatsächlicherweise glaube ich das gar nicht. Man sieht zumindest nirgends, du kennst das ja, ab und zu sieht man bei Steinen dann irgendwo so diese Beschichtungsdinger, wo dann wieder aufhört, wo die Farbe dann aufhört. Aber irgendwie sieht das für mich tatsächlich so aus, als wären die so gegossen worden. Habe ich noch irgendwo was Größeres? Da ist noch was. Milhaus ist raus. Das sieht ziemlich ordentlich aus, ne? Ja, das stimmt. Milhaus ist raus. Milhaus, hau rein. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Liebe geht raus und so weiter. Schönen Abend. Peace. So. Genau. Also, Dorsten, ich finde die Dinger gar nicht übel. Allein für die Dinger würde ich schon fast sagen, lohnt sich. Nicht für den Preis, aber lohnt sich. Kratz mal ein bisschen in der Noppenaufnahme. Ich kratze gern für dich. Ich brauche was Scharfes. Wo ist mein Messer? Du brauchst was Scharfes, das jetzt. Ein Stein? Ein Messer. Dorsten, ich glaube, du hast recht. Moment, was? Kuss an alle, ihr Sri, die seid die Besten. Danke. Du bist der Beste. Du bist der Beste. Bis bald. Ich habe da ein Stück rausgekratzt. Ich glaube, es ist beschichtet, ja. Aber ziemlich gut beschichtet. Sind die 5 Minuten schon vorbei? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube schon. Okay. Du kannst mal anfangen. Ich kann nicht anfangen. Ja, wird oft Tannen genommen, sind aber sehr gut beschichtet, so wie ich das erkennen ja kann. Tatsächlicherweise gar nicht mal so übel, du. Also man musste schon so mit dem Messer und so, ne? Ratz, ratz, Junge, ratz, ratz, Junge. Ratz, ratz. Stein. Mein Stein klemmt. Man könnte so einen Rammstein-Style-Klemperstein-Lied machen. Mein Stein klemmt.
mein Stein. Den Stein zu trennen brennt in den Fingern. Ja. Okay. Hm? Mhm. Gruselig, aber von mir aus. Tan. Gute Frage. Ich glaube gar nicht, dass das... Ja. Vielleicht doch. Tan oder sogar weiß. Könnte sein. Mein Stein klemmt. Mein Stein. Heute ist uns gar keiner besuchen gekommen im Stream. Ja, soll vorkommen manchmal. Dosten, möchtest du uns besuchen im Stream? Kannst nicht immer die Leute überreden, die haben doch auch was zu tun und wollen vermutlich, wenn sie im Chat sind, einfach mal im Chat bleiben. Das können sie außerdem doch auch reich, sagen. Reiche ich dir jetzt nicht. Nein. Das reicht gerade für einen hohlen Zahn. Gut, du wirst dich am Donnerstag sehen. Aber ich habe noch nicht wieder. Du bist der, der gerade Mimimi macht. Ich mache überhaupt nie Mimimi. Mhm. Ein Stein, der Kobis Namen trägt und auf die Erde schlägt, der geht nie wieder ab. Ab. Nice. Ein Stein. Ich habe gerade ein bisschen Mauer aus dem Set geplatzt. Kann schon mal vorkommen. Wir haben nämlich eine neue Lampe montiert hier im Studio, an der Decke. Und deswegen... Kann vielleicht sein, dass irgendwo ein bisschen von dem Putz runtergedingst und so. Aber die neue Lampe ist gar nicht mal so übel. Das ist die Lampe ohne die Studiobeleuchtung. Ist eigentlich okay. Hier am Tisch sieht es gut aus, ne? Klar, da nicht, weil die Lampe ja über uns ist. Deswegen haben wir ja auch die. Tada! Da sind wir wieder. Halli, hallo! Hallo, Halli! Wir haben einen Teil gebaut, reicht das? Nein. Das habe ich eh so lange gebaut. Entschuldigung, mich kurz übergeben. Aber ich musste kurz kotzen. Tralalalalala. Nur wegen dem Set. Mhm. Wegen was denn sonst? Soll ich wieder Headbang? Wir könnten die Musik wieder abspielen. Den Leuten mal so richtig auf die Nerven gehen. Ich glaube, Vivian hat was gefragt und du hättest mich fast erwischt. Ich habe das schon an mein Ohr gespielt. Ah. Okay. Hoffentlich habt ihr ordentliche Dübel. Ja, natürlich. Was denkst du denn, Hügel? Wir verwenden natürlich nur Dübel. Diese billigen, die dabei sind bei den Lampen. Nein, alles von Fischer. Fischer. Nicht Fischer Price. Mach nicht immer Werbung hier, wir kriegen nichts dafür. Okay. Ordentlich gedübelt, genau. Musilla hat es erfasst. Sarah und ich haben ordentlich gedübelt. Naja, stimmt, keine Werbung mehr. Wir nennen ab heute keine Namen mehr von Marken. Es ist die Marke mit dem Fisch. Blub, blub. Blub, blub, der Dübel. Blab, blab, der Dübel, Dübel. Ja, das geht sich nie aus. Scheiße. Aber auch...
Entschuldigung. Ja, dann, keine Ahnung, nimm mal ein bisschen was raus, teils auf, was auch immer. Schmeiß weg. Alles weg. Wir brauchen das alles nicht mehr. We don't need no education. Nein? Captain Iglo. Was? Ja, genau. Die Dübel von Captain Iglo. Kennt man doch. Gleich neben dem Fischstäbchen. Fischstäbchen, Dübel, super. Captain Iglo. Ich mach wieder Werbung. Capitano Iglo. Eieiei. So macht er. Eieiei, macht er. Ja. Habe ich gerade beschlossen. Okay. Wo sind die Dinger? Da oben. Nein, da hinten drin. Verdammt. Du weißt aber auch alles, was? Hat ja auch sortiert. Captain Dublo. Genau der. Captain Dublo. Dublo. Das klingt auch lustig. Dublo. So. Mein Name ist der Captain Dublo. Ich komme, um meine Vater zu rächen. Du hast getötet. Captain Dublo. Roboter müde, Roboter schlafen. Ich hab es nicht. Und was hast du noch? Achso, habe ich schon. Also, du hast es nicht. Dübel von der Marke mit dem Fisch, das können nur die guten alten Jesus-Dübel sein. Genau. Das waren die, die sie auch verwendet haben, um damals die Schrauben ins Kreuz zu jagen. Oh Mann, das ist aber gut hier. Mit dem Akkuschrauber von der Marke mit den roten Buchstaben aus Deutschland. Ich habe gerade überlegt, wie man das sagt, ohne einen Markennamen zu sagen. Mhm. Hm. Fängt mit B an und hört mit Osch auf. Richtig, Makita. Oh. Oh Mann. Mann. Leute. Der Dost macht sowas immer. Ich bin unschuldig. Du kannst nicht immer den anderen die Schuld dafür geben. Was steht denn da? Captain Furzo. Blasfrosch? Nein, auch so heißen sie nicht, Musil. Danke für die Idee. Blasfrosch. Ich schon wieder, ich bin gar nicht im Stream. Geh mal raus für heute, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Mario, mach's gut und sag Bescheid, wenn du wirklich nach Graz kommen solltest. Aber wo, Mario, wie sieht's mit deiner Bauleidenschaft aus? Hast du wieder was gebaut, bevor du gehst? Schönen Abend, auch von mir. Das habe ich jetzt vergessen zu fragen. Ja. Jetzt ist es too late to apologize. Kann passieren, dass das so ist. It's too late. Oh my God, I'm so sorry. Oh my God, look at this butt. I like big butts and I cannot lie. The other brothers can't deny. Mm-hmm. Hast du vom Axel den Brückenmock bekommen? Fragt der Dosten. Nein. Kein Brückenmock. Was für ein Brückenmock? Ach so, der Paul hat das erzählt. Der Paul hat die Brücke gekriegt. Ich hab's nicht gekriegt, ich war ja nicht unter der Brücke. Ich glaube deswegen. Prost vom Doktor.
Dankeschön. Jo. Danke. Der Paul hat was erzählt, ja. Aber ich habe einen Sarah Ebel Brickhead Design Ding gekriegt. Da müssen wir jetzt wieder schauen wegen den Steinen, ne? Captain Schneedy. Jetzt kannst du aber wirklich nicht mehr sagen, dass der Dorsch ein Schuld ist. Du warst nicht dabei. Ich habe schon gebaut und das ist echt geil geworden. Schick mir mal ein Foto auf WhatsApp. Würde mich interessen, wenn du das möchtest. Der Typ ist sowieso krass. Also Axel ist ein richtig krasser Ficker. Kann man so sagen. Könnte man. Tom schreibt, Sarah Brickheads, zweimal hin. Bitte. Ja, wie gesagt, ich muss erst wieder das mit den Steinen machen. Das kann noch ein bisschen dauern. Habe ich den euch noch gar nicht gezeigt? Was bin denn ich für ein Luder? Ich glaube, du hast ihn schon gezeigt. Ich weiß aber nicht, ob es da war. Oder war es woanders? Ich kann mich doch nicht erinnern. Ich glaube schon, dass du ihn gezeigt hast, aber es waren halt vielleicht nicht dieselben Leute anwesend. Doc Tom, gucke mal. Da ist er. Ja, Mozilla, ich habe ein bisschen verkackt. Was hast du verkackt? Mozilla, willst du jetzt den haben oder willst du ihn jetzt nicht haben? Weil ich habe ihn jetzt schon beim Soldier. Cool. Ach, wie cool. Guck, erkennt man sofort. Da ist dieser Stand. Das ist die U-Bahn. Guck. Sehr nett. Der Axel ist super. Okay, Sekunde, Doktor. Was muss. Mozilla, du willst jetzt deinen nicht mehr haben, okay? Alles klar. Dann ist einer zu viel beim Soldier. Dann müssen wir schauen, will irgendwer noch einen Brickhead haben? Einer ist jetzt wieder übrig. Und Doktor, ich schicke dir das Foto. Was willst du, Vibe? Ich wollte nur leer machen. So. Habt ihr das Foto geschickt, Tom? Okay, also wie gesagt, ein Brickhead ist jetzt wieder übrig. Möchte den irgendwer haben? Ja, ein Brickhead von mir, Dorsten. Mein, also den da. Den hier. Da gibt es jetzt ein Stück, was noch beim Soldier ist. Möchtest du den haben? Juhu! Dorsten will den. Das ist schön. So, Moment, dann schreibe ich das gleich auf die Liste. Sonst vergesse ich es wieder.
Ich melde mich bei dir nach dem Stream, Dorsten. Ich schreibe dir dann auf WhatsApp. Danke, ganz lieb. Siehst du, hätte ich gleich mitnehmen können, ne? Mhm. Naja, ja, egal. Gut, aber das... Egal. Ich schreibe dir danach gleich. Danke. Juhu. Was ist denn das? Und falls ihr euch wundert, warum ich die ganze Zeit weg bin, ich habe jetzt... Interessiert doch keine Sau. Erzähl es jedem. Was hast du gemacht? Ich habe den Leuchtturm auseinandergenommen. Guck in die Kamera. Erzähl es den Menschen. Leuchtturm auseinander. Deswegen nein, guck in die Kamera. Guck in die Kamera. Ich brauche die Sachen, sonst sieht man das ja nicht. Ach so. Juhu. Und das ist das Ergebnis. Und jetzt fällt alles raus. Wo hast du mir das geschickt? Mein WhatsApp sagt nicht. Ich habe es dir auf WhatsApp geschickt. Schwöre. Schwöre, Alter. Schwöre, Alter. Sorry. Aber ich, ja, habe ich auf WhatsApp geschickt, Junge. Ja, du hast vollkommen richtig. Soll es nicht so frech zu mir sein? Dass die noch zu dir heimkommt. Die muss nach Hause kommen, die hatte ihre ganze Wäsche da. Und das ist der einzige Grund, warum ich da herkomme. Ja. Weil mein Kasten hier steht, oder? Ja. Weil deine Katze hier wohnt. Ja. Weil ich die Dienerin unserer Katze sein darf. Nein. Irgendwie geht die Nachricht nicht durch, was? Was auseinandernehmen ist das Schlimmste und leider muss ich so viel auseinandernehmen. Da kann einen schon die Lust am Neubau nehmen, wenn man vorher erst einmal etwas auseinandernehmen muss. Ja. Deswegen haben wir da eigentlich ein ganz gutes System. Die meisten Sachen nehme ich auseinander. Super System. Ich verstehe das nicht, Dr. Tom. Die Datei geht nicht durch. Check ihn nicht. Und die Sets, die ich baue, sind relativ klein und deswegen auch recht schnell auseinandergenommen. Ich zeig dir das Foto nochmal da. Guck, Dr. Tom. Kann man nicht zum Auseinandernehmen ausleihen. Ja, aber das kostet. Pro Stunde, weiß nicht, 50 Euro, keine Ahnung. Oh Mann, ich komme da nichts weiter. Perfekt. Perfekt. Ja. Ja. Nummer 5. Genau, aber die Brickheads, wie gesagt, gibt es noch nicht. Da müssen wir zuerst mal das mit den Teilen checken und dann. Genau, kann ein bisschen dauern. 2, 3, 5 Jahre. Jahre? Wenn du dann in einer Stunde 10 Sets mit Eintritten hast, also große Sets. Nein, aber was, wie lange brauche ich meistens in den Streams? Für den Leuchtturm hast du jetzt gebraucht 5 Stunden. 4 Stunden circa. Ja, mit zwischendrin Chat lesen, quatschen, weggehen, kacken und so weiter. Muss man das rechnen. Aber ja, ungefähr. Und wie viele Teile hatte der? Das weiß ich jetzt nicht. 2. 2. 3,5 oder so? Ja, danke. Schnegge. Schnegge. Wie der Dorsten sagt, du bist die Schnegge vom Gemeindebau. Vom Assi-Haus. Danke. Ganz toll.
Oh Mann, ich mag das nicht mehr bauen. Bau weiter. Ich hasse es. Ja, mein Chiffre, professionelle Zerleger und Eintüter gesucht. Standort Hamburg. Hamburg? Gibt es da Hamburger? Bei uns heißt der Schneggerler. Schneggerler. Sagt der Dorsten. Schneggerler. Schneggerler. Schneggerler! Klingt ja fast wie eine Drohung. Schneggerler! Ja, wenn man es so sagt, schon. Kommt immer auf die Betonung. Schneggerler! Eieiei. Schneggerler! 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 Katze essen! Schneggerler will Katze essen! Hast du auf jetzt? Schick mir alles, dann kannst du auch sicher sein, dass du den eingetüteten Platz nicht brauchst, schreibt der Dr. Tom an den. Brauchst du nicht mehr so viel früher Lust auf Zerlegen? Der Dorsten hat genug Lotz zu bauen. Habe ich gehört. Hast du gehört? Ja. Ich weiß nicht, ich war ja nicht dabei. Ei, ei, ei. Oh Mann. Wie kommt man schneller ganz viele Lotsets? Der Dorsten schreibt, er kann ihm ein Regal bauen. Nein, bitte nicht. Dann hat sich das mit dem Zerlegen auch erübrigt. Das ist allerdings so wahr. Ei, ei. Schneggerler. Allein wie die Teile klingen, ist schon. Ja. Die Pins klingen schon. Dran? Die Pins klingen schon nach Schmerz. Ein sogenanntes Schnellzerlegerregal. Ja. Gibt es jetzt auch bei IKEA. Der Dorsten hat es vermarktet und zu IKEA gegeben. Das kommt schon ganz ohne Schrauben. Was ist denn das für ein Hersteller? Knickknack. Was für Hersteller? Das Set? Jo. K-Box. Ich habe keine Ahnung, welche Steine das sind, um ehrlich zu sein. Viele verschiedene, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Aber keiner davon gut. Nein. Viele Teile fühlen sich, also das rote Zeug zum Beispiel, das fühlt sich alles an, als wärst du mit einem Schleifpapier drüber gegangen. Mhm. Aber nicht zerkratzt, sondern die sind einfach matt, die Teile. Das sieht man aber in der Kamera leider nicht wirklich. Schneggerler. Oh, Schneggerler. Oh. Oh. Hast du auf. Schneggerler. Hm. Ah. Ich hab schon Kopf. Dein Gesicht ist Kopf. IKEA, Wall runter. Wall runter. Fall runter. Schreibt da. Nicht. Hügel da. Hm. Warum steht das da nicht? Weiß doch ich nicht. Guck. Kommt erst. Wahrscheinlich. Dorsten hat eine Auswechslung gemacht. Ah. Warum habe ich keinen Sound gekriegt? Weiß nicht. Hast die Musik leise draht, ist deswegen keine. Nein. Aber schau mal, das vom Hügel ist da gar nicht aufgetaucht. Mhm. What? So, die Austauschding kann man gleich machen. Sekunde. Ach, na Gott sei Dank. Jetzt spinnt das Zeug erst. Dorsten, sorry. Sorry, Dorsten, sorry. Sorry, Dori. Bitteschön. Da geht's weiter. So, Schneggerler. Was ich crash, neuer Hersteller aus Schweden. Ja, wie gesagt, keine Ahnung. Also, die K-Box-Steine,
Das, wie gesagt, die roten Steine sind sehr, sehr merkwürdig. Die grauen Steine sind normal, also so wie man sie kennt. Die schwarzen auch. Also nur die roten sind irgendwie anders. Und dann halt noch die metallic beschichteten. Ja, und? Und wie gesagt, die Steine fühlen sich, also alles, was rot ist, wie gesagt, alles andere ist okay. Die Pins sind ein bisschen, die gehen ein bisschen schwerer rein. Aber die roten Steine zum Beispiel, die knirschen auch, wenn man sie zusammensteckt. Also die haben so eine Spannung. So wie die Katze. Die hat auch eine Spannung. Ja, im Arsch. Ja. So ist das Dosten. Aber irgendwie haben wir gerade keinen Sound abgespielt gekriegt für das Dosten, was du uns geschickt hast. Sorry. Mhm. Ganz komisch. Komisch. Eine Zerlege- und Sortiermaschine. Hängt der Stream? Ist da irgendwas komisch gerade? Nein. Ich kann mich selber hören. Das ist auch komisch. Ich kann mich selber hören. Yeah. Lustig. Haben die Steine ein J oder JZ in der Noppenaufnahme stehen? Nö, die roten Steine, also der zum Beispiel, der hier, da steht zum Beispiel drin 1695 minus 28. Die anderen Steine, gib mir mal so eine graue Platte daraus. Da. Das sind die, die normal sind. Bei denen steht drin X027. Sind das gesehen Bausteine? Die würden nicht halten. Was glaubst du, was das ist? Ja, aber nicht so. Die sind ja... Also wie gesagt, die grauen und die schwarzen und so, das sind so, wie man sie kennt. Die glänzen auch. Die sind ganz normal. Das ist Schiester, okay? Trotzdem wäre interessant zu wissen, was die roten sind. Oh Mann. Unsere Katze läuft wieder amok. Sie hat ab und zu die Angewohnheit, bei einer Balkontür rauszugehen und bei der nächsten dann panisch durch die Jalousie durchzusteigen zu wollen. Durch die geschlossene Tür. Und das Ganze macht dann einen Riesenkrach. Was ist mit dir? Das ist Schiester, okay. Wie gesagt, wegen den roten Steinen, ich habe keine Ahnung. Der hat mich angeschaut. Durch die Jalousie durch. Bei dem steht zum Beispiel drauf 061 minus 1 und dann nochmal 11. Ganz komisch. Ich hätte dich angeschaut. Mhm. Ist immer noch da? Nein, ich glaube, das ist sehr gruselig. Ach, die mit dem X sind also Cheester, okay. Ja, wie gesagt, die sind eh recht okay, eigentlich. Nur die roten sind komisch, oder? Mhm. Vor allem die roten. Ja, mach mal! Und es gibt das so, ihr Lieben, ich subtrahiere mich mal wieder. Wünsche euch noch einen lustigen, interessanten Abend. Viel Erfolg beim Bauen. Danke, Dr. Tom. Danke. Danke für alles. Bis zum nächsten Mal, mein Freund. Das klingt nach Hengtai. Hengtai. Siehst du? Ja. Interessant sind auch die Formteile, die da dabei sind. Ich kann euch die mal zeigen. Zur Erklärung, das ist der normale Rotton in diesem Set. Das ist der Helm. Das ist fast die gleiche Farbe, ne? Ich meine, der Lack ist unfassbar geil. Guckt euch das mal an. Wenn die Teile alle so aussehen würden, das wäre der Hammer, ne? Das sieht mega cool aus.
Dann gibt es noch, ein paar andere Formteile. Es gibt diese Dinger da. Davon gibt es zwei. Die gehören, glaube ich, zu den Armen. Dann gibt es noch die Schulterplatten, die wieder eine komplett andere Farbe haben. Die sind nämlich nicht mal so wie die, sondern die sind oranger. Ja. Auch gut. Der Helm hat eine geile Farbe, oder? I know Victoria's Secret. She was made up by a dude. Victoria was made up by a dude. Habe ich es gemacht, das ist gut. Dude! Schlafst du jetzt? Ja. Das gehört also zu den Orangers. Genau. Aber wie gesagt, der Helm hat eine mega geile Farbe, oder Dorsten, was sagst du? Das ist so ein geiles Rot. Wäre halt cool, wenn das andere auch so wäre. Schon, oder? Mhm. Wie ist der an? Das ist so eine coole Farbe. Das ist auch wunderschön lackiert. Und auch innen, witzigerweise. Der ist auch innen komplett durchlackiert. Ich weiß gar nicht, aber ich glaube, bei dem Lego-Ding ist das auch ein Formteil, oder? Vermutlich. Aber da fehlt ja noch ein Teil. Wo ist denn das? Da muss ja auch noch die Maske von drauf. Das klickt auch ziemlich gut. Muss man mal so sagen. Sieht doch eigentlich recht cool aus. Ah, das könnte durchaus sein, Duschen. Das könnte durchaus sein. Der Helm ist super cool. Darf ich mal kurz haben? Nein, jetzt gerade nicht. Okay. Ich wollte den Dorsten noch das Ende der Anleitung zeigen, denn es gibt auch ein oder zwei Aufkleber. Ein Platt, zwei Platt. Bitteschön. Ein paar Aufkleber. Tada! Und das Interessante in der Anleitung ist, die Aufkleber werden nicht bauabschnittstechnisch angebracht, so wie es meistens ist, sondern alle zum Schluss. Und wie das aussieht, zeige ich euch gleich. Dude! Musst du das nämlich runternehmen. Warum? Weil da was falsch war. Hatte mein Hulkbuster von Sembo. Der war nur knapp 20 cm groß, aber hatte auch so viele Sticker. Ja, wie gesagt, das ist eigentlich ziemlich interessant. Ich zeig dir das gleich in der Anleitung. Du kannst jetzt drum blättern, wenn du willst. Her mit der Airbrush und selbst lackieren. Ach Quatsch. Wie gesagt, das Set bleibt sowieso nicht stehen. So, auf jeden Fall zum Thema Aufkleber. Das sieht so aus. Also man baut zum Schluss so fertig, ne? Ja, alles gut, alles gut.
da so einen Arm. Man steckt die Arme drauf und dann geht's los. Aufkleber. 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 Und das war's dann. Ja. Schön, ne? Soll ich eigentlich wieder mal... Ja. Mal hier gönnen. Mach. Ich mag dieses Set nicht. Das Set stinkt. Du wirst nach... eh ständig gerettet. Also. Das Set stinkt nach Tod. Insgesamt habe ich heute länger gebaut als du. Also. Das ist schön. Alter Falter, kein Wunder, dass da nichts lackiert wurde, die Farbe egal war. Ja, das ist richtig. Bei der Menge an Aufkleber bräuchten die Steine eigentlich gar keine Klemmkraft. Stimmt allerdings auch. Und auch keine Farben, weil eigentlich... Genau, eigentlich hätten sie alles in Transparent oder Weiß reinklatschen können. Wäre egal gewesen, ne? Klingt nach Spaß. Bin ich froh, dass wir keine Aufkleber anbringen. Das wäre nochmal ein ganzer Stream, glaube ich. Mhm. Wobei 3 Stunden, um Aufkleber anzubringen. Naja, doch. Bei der Menge vielleicht schon, ja. Ich würde dich das machen lassen. Nein. Panini-Klebeset, ja genau. Oh, Panini. Panini war super. Hatte ein paar Panini-Sachen. Du nicht? Weiß ich gerade nicht. Hattest du keine Stickerhefte? Ah, doch. Dude! Ja. Tolles Set. Super tolles Set. Wie gesagt, die normalen Steine sind alle überhaupt kein Problem. Die klemmen so, wie man es kennt. Asterix, Alf, Bumukel, Mario, Zelda, Simpsons, Garfield. Ah ja. Das Asterix-Ding hatte ich auch. Mario weiß ich nicht mehr. Ich hatte, was hatte ich denn? Was hatte ich denn? Weiß ich gar nicht mehr so. He-Man. Einfach die Form aus Pappe nachbauen, Aufkleber drauf und es sieht genauso aus wie aus Stein. Ja. Das stimmt. Slipknot Master, mach's gut. Bis Donnerstag. Schön, dass du da warst. Tschüss. I know Sarah's Secret. Was hast du denn? Müde und Kopf. Du hast Kopf? Ja, schon seit ich nach Hause gekommen bin und das wusstest du auch. Das heißt, dir würde es nicht gefallen, wenn ich dich jetzt anschreien würde? Wenn das Problem wäre, wäre ich schon lange weg. Du hast vorher schon... laute Geräusche gemacht. Wieso schlägst du mich? Ja, wenn du fahren musst, dann hättest du gleich noch einen Schlag verdient. Du alte Braut, du Schlägertante, du. Emil schreit die Sarah an, schreibt der Thorsten. Niemals. Nee. Wir schreien nicht. Ich geh mal schauen. Die Katze macht schon wieder Übles. Es sind komische Geräusche. Er kann nur nicht singen, was? Schreibt
schreibt man jetzt eigentlich Sa. So wie Nein. das zweite. Das zweite, ja. Sarach. Sarach. Nein, das heißt nicht Sarach. Sarach. Alach. 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 Ich habe sicher gerade von irgendeinem Beduinen die Mutter beleidigt. Sarach, Alach. Alach. Hörst du auf jetzt? Rassist. Was hat denn das jetzt mit Rassismus zu tun? Weil das, ja, egal. Weil ich Beduine gesagt habe. Ja, und komische Geräusche dazu gemacht hast. Die hat sich nur auf die Trainingstasche gelegt. Hm. Also nichts Schlimmes. Mhm. Ausnahmsweise. Da kann sie wochenlang liegen bleiben. Die braucht keiner. Danach! I know Sarah's secret. Hallo. Du hast vorher auch schon gesehen und außerdem darf ich, weil ich habe gestern nicht gut geschlafen. Mit deinem Gesicht hat nicht gut geschlafen, du. Der Hund, du. Der Hundling. Ja. Zwing mich doch, du Saubeutel. Ich kann auch einfach gehen. Ich muss mir das nicht anhören. Kannst du gar nicht. Wo willst du denn hin? So ein Quatsch. Ihr Österreicher macht ständig komische Geräusche und behauptet, es sei deutsch. Ja, das ist Wieso? Kann schon sein. Sagt er, was? Sagt der Franke. Na, habe ich nicht recht? Riecht, racht, rucht. Oh, Katze essen. Ja. Sehr furchtbar. So, Leute, was ist los? Wir haben heute beschlossen, man kann Katzen essen. Nein, 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 haben wir nicht. Oh, Katze essen. Oh, Katze schmeckt wie Hühnchen. Sei ruhig. Oh. Das ist ja echt so. Wir wollen niemanden persönlich angreifen. Oh. Alles, was er da sagt, ist völlig sinnbefreit. Durch die Kunstfreiheit gedeckt. Mhm. Ich kann machen, was ich will hier. Ich bin schuldig eine Kunstfigur. Im Sinne der Anklage, schreibt Doschen. Siehst du? Das war aber nicht für dich, sondern für Franken. Franken? Servus. 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 Ui. Servus. Na, wo ist er denn? Na, da ist er ja. Ja, wo ist er denn? Na, da ist er ja. Okay. Ja, wo ist er denn? Was gibt's Neues aus dem Chat? Nix, was die was angeht. Was heißt denn nix, was mir was angeht? Die sind echt super beschichtet, die Stammer. Ich schaukle. So schön. Dumm, 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 dumm. Gott schuf die Armen und die Kranken und zum Schluss die Mittelfranken. Dann entfuhr ihm dreist ein Schleicher, daraus machte er die Australier. Du Arschlecken herrst, wer weiß. Das ist ja Schweinerei. Das ist eine absolute Schweinerei. Das muss man sich nicht gefallen lassen. Ach. Sieben Zaben, Zochenkrass.
Ein nettes Sprüchlein. Super, ja. Schon weniger gemeines Gespieben hörst. Gott sprach, es werde Licht, doch Petrus fand den Schaufel nicht. Oh, als er ihn fand, war die Sicherung durchgebrannt. Ja, mei. Jetzt wird's aber seicht. Gott sprach zu Judas, nimm das Weib und hey. Liebes. Mach keinen Lärm da. Kann so viel Lärm machen, wie ich will. Kannst du nicht meinen Boden zerkratzen, du? Ja, weil das eh am Boden gekratzt ist. Nein, aber wenn du siehst am Boden, dann wird schon. Das ist das Falsche. Warum? Es hat oben und unten Kreuzaufnahmen. Guck dir das andere Teil an. Hm. Verstehst du es? Hm. Hm? Verstehe. Hast du es verstanden? Ja. Wirklich? Ja, da können runde Löcher rein. Runde Löcher muss Stimmung! Man lieben, denn sagst zum Leben da. Sind sie da. Stimmung! Runde Löcher, ja, die knacken wir das ganze Jahr. Die. Die. Runde Löcher muss man lieben, ja. Eckige Löcher sind auch schwierig. Badadadada, 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 dum, 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 dum. Ich denke gerade drüber nach, ob es einen anderen Ausdruck für ein eckiges Loch gibt. Gibt es einen anderen Ausdruck für ein rundes Loch? Nein, aber deswegen. Oh Mann, jetzt wird das hier noch zu Bildungsfernsehen. Liebe Kinder, wenn ihr einen anderen Ausdruck kennt für rundes oder eckiges Loch, schreibt uns unter der Postleitzahl rundeckig. Rundeckig. Ja. Der Hügel. Sag mal. Und da schießt dann aus ohne Rücksicht auf Verluste. Ich habe heute was Lustiges gehört. Ich lese das jetzt nicht vor. Ich habe heute was Lustiges gehört. Schatz, ich passe nicht in Ballerinas. Mhm. Wieso? Dann müsstest du sagen, warum willst du die hier anziehen? Du bist doch ein Mann. Und darauf antworte ich, ich rede nicht von den Schuhen. Ich habe was ausgelassen. Nämlich? Ich passe nicht in Ballerinas, die sind mir zu eng. Ach so. Oh Gott. Du bist doch ein Mann. Warum willst du die anziehen? Genau. Schatz, ich passe nicht in Ballerinas, die sind mir zu eng. Aber du bist doch ein Mann. Ich rede auch nicht von den Schuhen. So was. Mhm. Pfui. War trotzdem lustig, auch ohne... Hab verkackt. Auch ohne den... Oh Mann, ich hab verkackt. War doch trotzdem okay. Badadadada. Jetzt bin ich traurig. Und wenn du es nicht erzählt hättest, hätte es keinen gemerkt. Rosetten soll man... Nein. Sing halt was anderes. Okay. Fällt dir nichts anderes ein. So. Lebt den Leute Holzmichel noch, Holzmichel noch. Okay, na, passt schon. Jo, der lebt noch. Das ist ja. Ich hätte ja auch das Lied an, aber das willst du nicht hören. Soll ich jetzt irgendwas dazu sagen? Ja, da kommt schon. Der Thorsten wollte es auch so. Nein. Sven ist raus. Danke, Sven. Hau rein. Schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Mozilla schreibt auch gleich noch. Der ist sowieso auffällig ruhig.
Die Community-Herausforderung ist zu 95% erfüllt. Dann lieber den Rosetten-Song. Ja, Leute, ihr müsst noch ein paar Punkte reinschmeißen, damit Sarah wieder einen ganzen Stream baut, so wie sie es heute auch fast getan hat. Aber das zählt nicht. Dann Sarah muss ein Technikset bauen. Das muss ich sowieso bauen. Du baust nur noch Techniksets. Nein. Immer. Nein. Für immer. An dieser Stelle auch nochmal schönen Dank an Dosten für die tolle Beratung von Paul, der mir ja netterweise in Nürnberg ein tolles Technikset gegeben hat, dass wir gemeinsam in einen Stream bauen werden. Ich habe das letzte Mal schon gezeigt, es ist eine Technikfliege mit Rädern und Motor und ich weiß nicht was noch allem. Ja, wer hat das da reingetan? Du. Ha, dein Gesicht. Ich kann da gar nichts dafür, sagt der Doschen. Ja, ja. Ich habe da Gegenteiliges gehört. Die Geschichte wurde bei uns ja so vorgetragen, dass der Paul zu dir kam und gesagt hat, was ist das schlechteste Set, was es gibt. So wurde es mir berichtet. Jedenfalls werden wir noch ein Datum suchen, ich und der Paul. Der Dorsten wird da auch teilnehmen an dem Stream, das muss er einfach. Damit er mich auslachen kann, meinst du? Ja, nett. Wo kommt denn das Zeug jetzt auf einmal her? Ja, das hast du vorher vermutlich ausgesucht, was weiß ich. Oder ist es da ausgefallen? Gib dir einen Schaß an. Klaus gefällt das, schreibt Mozilla. Der kann auch gern mitbauen. Der Klaus? Klaus baut. Tja. Jedenfalls, wie gesagt, das Datum müssen wir noch festlegen, aber es wird einen Stream geben. Herr Paul auch erzählt, dass ich ihm gesagt habe, dass er jedes Mal rumflennt, wenn er was bekommt, was er nicht mag. Aber wenn jemand anders sagt, er mag dies und das nicht, dann rennt er gleich los und kauft es. Sarahs Rache wird Blutwurst. Nee. Aber ja, keine Ahnung, weil. Und Blocks. Was war denn das? Was hat denn da so geknackt? Achso. Ich habe gedacht, dein Ellbogen, Alter. Nee. Könnt ihr bald austauschen gegen ein neues Modell? Ja, was, wenn du kein Pickel mehr kriegst, schmeiß ich die weg. Ist doch ganz einfach. Wenn du kein Pickel mehr kriegst. Was ist denn mit du? Ich glaube, sie schleppt da leicht durch die Gegend, wenn du kein Pickel mehr kriegst. Erst. Paul lässt doch eh nur noch bauen. Ja, Mozilla, da hast du wohl recht. Das ist richtig, ja. Paul hat Ghost Bauer. Die Lusche. Der hatte alles jetzt bauen lassen in letzter Zeit. Jetzt lässt er einen Sternzerstörer auch bauen. Und der Hügel fragt, ach was. Ja, Dorsten, also so ganz das mit dem Rumflennen hat er nicht erzählt, aber wie gesagt, die Herausforderung war ja schon gegeben. Als irgendjemand angefangen hat, in dem Stream, in dem ich Technik gebaut habe, rum zu erzählen, dass ich es gar nicht mag, außer mir, und dann weiter Menschen dazu zu animieren, mir doch ein Technikset zu kaufen. Ach, guck, Steiner. Ach, was für ein Zufall. Ich will ja keine Namen nennen, aber Evil war da sehr evil. Sei mal lustig, oder was? Ja, super lustig. So ist es gegangen. Du hast dir da vorne rausgestrahlt. Geht dir einen Schaß an. Ich habe ihm das Set gezeigt und dann gefragt, was er damit will. Als er meinte, das sei für dich, habe ich noch gesagt, er soll das lassen. Guter Versuch, Dorsten. Danke. Oje. Ich freue mich schon. Das passt schon. Puh.
Das wird wohl ein Spaß werden. Spaß! Aber wenn es mich zu sehr nervt, werde ich es abbrechen. Nicht wahr? Ich muss das Scheißding hier bauen, ja, also baust du gefälligst auch dein Technik-Set. Da, da, da. Das werden wir dann noch sehen. Ohrschlecken. Nee. Du kannst ja dann weiterbauen, weil da habe ja auch ich gebaut. Ja, ja, ja. Ich werde die Motorverkabelung machen. Und so. Können wir die Katze da mit der Krüppelfliege ärgern? Ich weiß nicht, ob das geht. Es ist nicht sonderlich schwer, es ist nicht kackenhässlich. Ja, das, tatsächlich, das ist wirklich furchtbar hässlich. Das ist, ich verstehe das gar nicht, immer diese Diskriminierung. Alter. Das Ding ist doch wunderschön, bitte. Wo ist es überhaupt? Da. Nur nochmal, damit alle sehen. Weil es ist... Wir kriegen Besuch. Kaum spricht man über den Teufel, kriegt der Junge. Hallöchen. Ich habe gerade die... Wir reden gerade über dich, Paul. Genau. Oh, über die miese Fliege. Ja. Der Dorsten hat gesagt, er hat gesagt, dass du es nicht machen sollst. Ah, ah. Ist der noch da? Dorsten, kommst du auch in den Stream? Der hat gesagt nämlich, das kannst du schon kaufen, sagt er, das ist so hässlich, das gefällt dir bestimmt oder so ähnlich, keine Ahnung. Dorsten Ecke ist wieder da. Was hast du denn da? Der Dorsten ist auch hässlich, ja. Nein, Quatsch. Dorsten. Er ist noch da. Dorsten, was erzählst du für Zeug? Ha? Schick mal den Dorsten. Ich schick den Dorsten jetzt den Link, Moment. Er muss sich selbst dazu äußern. So lange kann ich sowieso nicht heute. Alles haben. Dorsten, ich habe erstmal Prösterchen, gell? Prösterchen. Ich habe auch sowas. Cheers. So, es gab Monster im Angebot beim Kaufland. Es gab Monster im Kaufland im Angebot für 88 Cent. Schweinerei. Warte mal ganz kurz. Die Sarah soll den Matthias mal zeigen, was sie da hat. Ja. Lieber Matthias, das ist ein Technik-Set, das ich von Paul bekommen habe, was wir in einen Stream bauen werden. Und wir haben kurz drüber gesprochen. Ja. Wobei Dorsten schon gesagt hat, dass es nicht so schwer zu bauen ist, sondern einfach nur hässlich. Es ist furchtbar hässlich. Guck dir die scheiß Fliege mal an. Guck hier in die toten, kalten Augen. So. Was? Ist gut. So, Paule, was läuft? Ja, was ich habe mir auch ein schweres Technikset. Ich habe mir auch extra ein schweres Technikset gekauft. So, ja, nämlich. Ich habe das Foto schon gesehen, ja. Ja, dass ich nämlich dann mit der Sarah das zusammenbauen kann dann. Ist der Karton 10-mal so groß wie die Fliege? Das werden wir rausfinden, Mozilla. Mit Sicherheit. Der Dorsten muss sich bekleiden und dann kommt er vorbei. Juhu, das wird jetzt lustig werden. Bin ich eigentlich zu laut oder geht das? Nee, es passt. Okay, weil ich habe ja ein bisschen was um, aber das, also ganz ehrlich, mit dem scheiß OBS, das funktioniert trotzdem nicht. Ne? Ich habe jetzt alles anders gemacht. Wirklich, ich habe jetzt nur, ich filme es mit dem Handy, ich mache aber eine extra Kamera für oben. Ich kriege das mit dem OBS, funktioniert einfach nicht. Also irgendwas passt dann, ne? Keine Ahnung. Videos machen funktioniert einwandfrei. Also ich habe dann ja, Ich glaube, das hat im OBS was mit den Streaming-Einstellungen zu tun. Entweder hat es was mit dem Codec zu tun, den er verwendet, also Hardware oder Software, oder die Auflösung oder die Datenrate oder was auch immer. Hm. Naja, ich habe auf jeden Fall habe ich jetzt noch Streamlabs runtergeladen und damit kann ich zumindest die Videos machen und das läuft, funktioniert einwandfrei. Aber sonst leider gar nicht. Gelesen, was der Matthias geschrieben hat. Lass mich raten, den Zug hast du selbst gebaut. Ja. Definitiv. Den Zug.
Den würde ich nicht mehr mit der Kneifzange anfassen. Der steht jetzt hier. Ich muss jetzt erstmal schnell ein Stück Kinderkart essen. Kennst du Kinderkart? Ja. Was? Kinderkart? Dem haben wieder meine Freunde gebaut. Beziehungsweise sie davon. Und die hat so geschimpft. Die haben das Ding wiedergebracht in der Fleischerkiste. Und hat gesagt, also so ein Scheiß, so ein Schrott, so ein dreckiger, also die hat geflucht ohne Ende. Ne? Das Ding, wenn du jetzt anfasst, nee, ich mach's jetzt nicht, weil ich muss ja das Video noch machen. Ich hab's raufgesetzt auf die Gleise und hab gleich erstmal das alles in der Hand gehabt. Oh, nett. Ist ein Motor drin verbaut. Das Ding rührt sich keinen Zentimeter. Überhaupt nicht. Alter, in den Kurven sollst du fahren, das geht gar nicht, weil das hier in der Mitte, das ist viel zu breit für die Schienen. Also der haut immer aus der Kurve ab. Das funktioniert überhaupt nicht. Lauter so ein Scheiß. Von wem ist das Teil jetzt? Das willst du wissen, ja? Von Lesti. Ah, ja. Na dann. Was muss hier Lesti? Ist ja wieder so ein toller Mock, weißt du, ne? Was hat der Mozilla geschrieben? Sind wir mal ehrlich. Klamotten nähen oder machen die nur Hä? Was? Ich glaube, die Frage ist an den Paul gerichtet. Wegen dem Zug? Ja. Was? Das ist meine Vermutung. Keine Ahnung. Auf jeden Fall wollte ich sagen, so optisch finde ich den ja schon mega. Ne? Optisch ist das schon Ding schon gelungen. Aber der Rest, da dreht sich ja nicht mal ein Rad. Nicht mal ein Rad dreht sich da unten. Der Matthias schreibt, das hängt auch in der Mitte durch, oder? Ja. Der Kessel da, das kannst du gar nicht sehen, glaube ich, ja? Da hängt schon die Hälfte runter von dem Kessel. Das muss eigentlich da unten drunter. Das sieht so aus, also von vorn weg vom Grauen bis hinten zur Kabine, das hängt extrem. Ja, das hängt auch schon auf halb acht. Ja. Das ganze Ding ist. Das ist der letzte Schrott. Und sowas haben wir noch nicht gesehen. Aber naja. Dann bin ich mal auf dein Video gespannt. Ich muss ja leider ein Video davon machen, ja, sie wollen es ja so. Das wird nicht anders sein als wie bei der Katrin wahrscheinlich. Weil ich habe da nichts Positives zu berichten. Das Kabel hängt hier rum. Das eine Kabel ist so kurz, das kannst du nicht mehr am Batteriekasten machen. Funktioniert gar nicht, weil es einfach zu kurz ist. Das Kabel soll hier normalerweise bis da hinten hin zum Antenner, weil da dann die Batteriebox ist. Da kommst du gar nicht hin. Funktioniert gar nicht. Also das ist nur Schrott, das Ding. Ja, aber ich wollte dich jetzt nicht vom Bauen abhalten. Was? Alles gut, alles gut. Ich bin ja froh, dass du da bist. Das ist der neue Kobi-Zug. Nee, der sieht dann doch ein bisschen anders aus, Matthias. Ich glaube, der Kobi-Zug wäre gerade. Ja, ich weiß auch nicht, warum das durchhängt. Keine Ahnung. Ich glaube, das hängt deswegen durch, weil dieser ganze Kessel, wenn ich den jetzt mal hochhebe, schau mal, siehst du das Ding da unten? Das hängt da schon hier. Da hängt der Kessel schon raus. Da unten. Scheiße, Alter. Und deswegen hängt das Ding nämlich schief, weil das hier überhaupt nicht mal richtig aufliegt. Ja, mein Darsteller. So, jetzt könnt ihr das ausdiskutieren. Was erzählst du da, hä? Baulchen? Sag mal, was erzählst du für einen Scheiß, dass du mir das... Du hast mir doch du gesagt, kamst in den Store und hast zu mir gesagt, du suchst irgendein schwer zu bauendes Technikset. Ja, genau. Dann habe ich dir das gezeigt und habe ich gefragt, für was... Na, hast du gesagt, für die Sarah. Und was war meine Antwort? Ich habe zu dir gesagt, du flänzt die ganze Zeit rum, wenn sie dir irgendwas schenken, was dir nicht passt. Aber wehe, ein anderer sagt, ihm gefällt was nicht, schon rennst du los. Das war meine Antwort. Und ich habe da gesagt, lass es sein. Nein, lass es sein. Aber 100 Brote. 100 Brote. Von lass. Mal. Und das war dann, kurz darauf habt ihr dann das Bier auch noch umgeschmissen. Als ein gelungener Samstag, oder wie? Wer hat das Bier umgeschmissen, Alter? So, ja, ihr Preußen halt. Aber was fällst du mir zurück, wenn ich das... Du willst mit mir in die Schweiz fahren?
Ja, wenn es braucht, ich nehme die mit. Der zählt doch gar nicht als Preuß der andere, oder? Der ist doch mehr schon Russe. Der Paul? Mein russischer Bruder. Der, Sascha war das doch, oder? Der Sascha, ja. Der Sascha ist mein russischer Bruder. Ja, das war ja, das war der Sascha, ja. Der, ist das jetzt Berlin Bricks oder Bricks Berlin? Ich verwechsel das immer. Berlin Bricks. Berlin Bricks. Ja. Der war das. Ja. Ja, jetzt weißt du aber, warum der Zug durchhängt, ne? Was für ein geiles Ding. Das ist so ein geiles Ding. Alter. Ich bist du sicher, noch... dass der so cut? Nein, das geht aber nicht. Das gehört ja nicht rein. Das passt ja nicht. Das flippt alles auseinander. Ich habe den hochgehoben, um nur auf die Schienen zu stellen für ein Video. Und dann... Bist du sicher, dass der so cut? Am besten nicht mehr bewegen, Paul. Nein, ich werde nicht. Bis zum Video. Genau, ich werde ein Video vormachen und dann werde ich anfangen, das Ding hochzuheben. Und dann schauen wir mal, was alles so abfällt dabei. Und es wird einiges sein. So, aber er schaut gut aus, ne? Ausschauen tut er super. Wie breit ist denn der? Der ist doch 8 Noppen breit, oder? Ja, denke. Der ist sowieso nicht kurvengängig. Der ist nie gedacht gewesen, um irgendwie zu fahren. Er ist aber motorisiert. Der kommt um keine Kurve. Ja, aber nee, er kommt auch um keine Kurve, aber motorisiert ist er. Naja, zum Hin- und Herfahren vielleicht. Matthias schreibt gerade, nimm das Video jetzt hier live aus, dann hast du es hinter dir. Ja. Mit Kommentaren von uns. Da reicht eh ein 5-Minuten Video, oder? Wie viele Teile hat denn das Ding? Der Paul weiß das nicht, 3000. Der hat ihn ja nicht gebaut. 3200, aber ich habe den Karton. 3200 für ein geschissener Zug. Ja, 3200. Hey, haben sie so endlich mal nicht den normalen Lessi-Karton, sondern wirklich mal einen schönen Karton. Verstehst du, dann ist das so ein Schrottding. Ja, die Franzosen und teuren Sets machen sie das jetzt. Bei der Löwensteinburg haben sie es auch gemacht. Genau, die habe ich auch noch rumliegen. Du hast die ja gebaut, Dost, ne? Mhm. War die ja, aber es nützt aber nichts. Es nützt nichts, wenn sie schöne Kartons machen, aber die Sets trotzdem scheiße sind. Ist ja wurscht, du musst es ja bloß einmal verkaufen. Ja, Matthias schreibt es gerade. So muss das Video sein. Wachst der Short draus? Ja. Einmal gegen irgendwen geknallt. Zug, scheiße, tschüss. Scheiße, tschüss. Oje. Oder lässt den voller Karacho aus der Kurve raus, ne? Der kommt erstmal in die Kurve rum, das funktioniert nicht. Vielleicht über die anderen Radien. Blue Bricks hat ja verschiedene Radien, vielleicht funktioniert das, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Der hinten beim Übergang, man sieht ja jetzt schon, der hat ja gar keinen Platz, um überhaupt zu knicken. Ja. Das funktioniert nicht. Nee, das würde ich nicht sagen. Also der. Wenn der jetzt nicht auf der Schiene wäre, würde ich jetzt dir zeigen, dass man den knicken kann. Also das funktioniert schon mit dem Tender hier hinten. Zeig mal. Das Problem ist hier in der Mitte. Das ist das Problem. Da kommt er nicht rum. Aber wenn sich die Räder eh nicht drehen, dann spielt auch das sowieso keine Rolle, oder? Ja, ich weiß ja nicht, ob die nicht drehen, weil ja da der Motor angeschlossen ist, ne? Dass die deswegen nicht drehen. Weil ich weiß auch nicht, ob die Kleinen hier drin, das sieht man ja nicht, die sind ja verkleidet. Das ist ja, da habe ich ja schon eine Verkleidung in der Hand hier von dem einen. Ich weiß gar nicht, wo das hingehört. Matthias schreibt, er hat auch größere Kurven. Ja, ich hatte auch mal eine mit größeren Kurven. Jetzt geht es wieder schon wieder los. Hallo, 20.35 Uhr. Ach ne, bei Twitch ist es anders, ne? Es ist sowieso egal bei uns, also Paul, weil... Ich habe größere Kurven, zählt das auch? Nee. Ich habe größere Kurven, habe ich gesagt, nicht ja, du. Ich weiß. Nicht du. Ich habe es verstanden, danke, betont nochmal ein bisschen. Du! Bist alles! Was, du hast größere Kurven als die Sarah? Nein, das glaube ich jetzt aber nicht. Was, komm, beim Sascha, es sind doch alles nur Sackgassen.
So nämlich. Gut. Musilla, du hast vorher eine Frage gestellt, wobei ich noch immer nicht verstanden habe, ob die an uns oder an den Paul gerichtet war. Was ist der Karton? Nein. Was anderes hat er nicht geschrieben? Doch, das mit den Klamotten oder mit den Klemmbausteinen. Ich habe keine Ahnung, was er meint mit den Klamotten. Also vielleicht magst du deine Frage nochmal wiederholen, um das Gesprächsthema in eine andere Richtung zu lenken. Wieso? Dafür ist der Dorsten doch da jetzt. Du bist eigentlich so rot geworden, Sarah. Was? Ich bin rot geworden. Die ist jetzt voll rot geworden gerade. Das glaube ich. Alles nicht. Nur wegen den Sarah ist voll die Abgebrühte. Nein, die Sarah nicht. Die Sarah ist die einzige Liebe hier unter uns. Mhm. Ja, wie auf der Messe, wie wir die Lotsets mitgenommen haben. Bis ich dann wieder Haue kriege, wenn ihr weg seid. Macht ruhig mit den Kurven. Danke, Musilla. Und auf der Couch schlafen musst, ich weiß schon. Ja. Armer, wie oft du schon auf der Couch schlafen musstest. Ja, ich habe da schon ein Abo abgeschlossen. Auf der Couch? Ja, Couch-Abo. Bezahlst du die Sarah dafür, dass du auf der Couch schlafen darfst? Ja. Das sind halt diese andere Hobbys, ne? Das ist billiger wie ein Motel. Ja, doch. Bates-Motel vielleicht. Dorsten, du musst mir mal ein paar Löschzwerge durchschicken, das hilft nichts. Das wird nicht billig. Ich habe mir Peppi-Onkel mal so eine Kiste geschickt, was er da haben wollte. Und das ist halt echt nicht billig, der Versand nach Österreich. Ja, sicher. Und das heißt halt genauso viel für den Versand wie fürs Bier selber. Vielleicht fahre ich mal an die Grenze. Kann man ja. Aber beim Globus gab's das nicht. Das gibt's bei euch nicht? Nö. Das ist halt bei uns ja so Kultbier, ne? So. Ja. Das Zeug war geil. Das ist lecker, ja. Du hast immer davon geredet, wo ich es dann gesehen habe beim Edeka, habe ich gesagt, ich nehme das jetzt mit. Könnt ihr mir jetzt direkt ans Aufreißen? Mach das nur. Ich glaube, ich hole mir mal ans. Na dann. Siehst du? Der Matthias hat gemeint, der das Rote war nur ein Wechsel in der Kamerafarbeinstellung. Matthias, ich muss dich da leider... Nein, also unsere Kamera macht keine Farbangleichung. Das ist alles fix eingestellt. Also Sarah wurde tatsächlich rot, weil sie ein schüchternes Mädchen vom Land ist. Ja, jetzt wird sie immer besser. Was futterst du da? Immer noch eine Karte, da sind zwei Stück drin, falls du es nicht weißt. Jetzt lass dir durch diesen Ausweg. Ja, genau, Matthias, danke für deine Unterstützung. Es war zumindest ein toller Versuch. Wie wäre es mit Nein? Aber das will er ja nie. So. Nein. Sarah muss dazu stehen. Und so. Doc Tom war natürlich auch schon wieder da, ne? Ja, war ja klar. Das ist richtig. Ja. Mhm. Hast du jetzt ein Zwergchen geholt? Frolle, Brüstchen. Cheers. Was ist denn das heute für einer? Naturtrübes Kellerbier. Ah ja, das ist gut. Sehr lecker. Ich habe ja das Cola-Zeug gehabt, ne? Oh, lecker, lecker, lecker. An dieser Stelle könnte ihre Werbung stehen. Sponsored bei Löschzwerg. Das wär's doch. Und oben so den Zwerg im Bild. Ja, aber du musst dann auch immer so eine Mütze tragen, ne? Ja, das Bärtchen habe ich schon. Aber was ist denn das für Brauerei? Ist die bei euch irgendwo in der Ecke oder was? Steht da mit Sicherheit irgendwo. Da werden keine Sounds mehr abgespielt. Mhm. Sehr interessant. In Gessertshausen. Sicher irgendwo um die Ecke, oder? Es ist immer alles um die Ecke. Das hast du jetzt gesagt. Ja, bei euch, bei uns ist es ein bisschen größer. Ja. Naja. Wir müssen eine Dehnung machen, hat uns der Matthias geschickt. Wollt ihr auch mitdehnen, ihr alten Säcke? Schau euch so aus. Nein.
Ich fange mal an. Aber das schadet den euch mal alle. Ich bin eh so ein Bewegungslegastheniker. Macht ihr, dehnt ihr euch mal. War der Arsch schon immer so fett? Das gefällt dir doch. Ich bohr meinen Daumen nirgends rein. Das ist in Richtung Augsburg. Ach so, hast du noch schon? Wer ist denn der Döschen, sag mal? Hä? Was? Der Dorschen und Döschen, der Dänen höchstens am Morgen. Den in den Magen. Döschen. Nein, wir gähnen am Morgen. Das ist besser. Was, du dehnst am Morgen? Ich gähne am Morgen, nicht dehne. Ja, ich gähne eigentlich immer. Bei denen immer nicht. Naja, nicht immer, aber. Immer öfter. Immer öfter. Nein. Haben wir eigentlich nur noch die Bausteinecke drin im Chat, oder? Nö. Nein, Mozilla hat vorher auch noch was geschrieben. Der Rest mag nicht mehr mit uns schreiben. Der Rest. Keine Ahnung. Schläft vielleicht auch schon. Ja, ja, aber ist das so? Macht Lesti Klamotten oder was? Ich habe keine Ahnung. Lesti macht Klamotten? Weiß sie doch nicht. Ah, nicht, dass ich wüsste. Aber ja, also das ist ja auch jetzt egal. Oder so? Mit Lesti im Emblem drauf, oder? Toll. Ja, genau. Wenn die Klamotten nee, so gut halten, die Sets. Statt viel Dye also, gibt es dann viel Maschen. Das Ding hier jetzt noch, den nehme ich dann wieder irgendwann auseinander, weil vielleicht kann man die Ersatzteile gebrauchen, keine Ahnung, und dann noch der ICE. Aber dann ist Feierabend. Der wird auch gerade gebaut. Du lässt bauen mittlerweile, oder? Du baust gerade nicht mehr selber. Siehst du? Ich lasse fast alles bauen. Bis auf den Ektomon. Der steht natürlich noch da. Was bist denn du für eine? Jetzt hat er Ghostbauer, verstehst du? Ja! Ja, den Extra-Stream müssen wir jetzt mal machen. Ja, und mit der Sarah muss den Stream machen. Ja. Ja, das stimmt. Da muss der Dosten dann auch dabei sein, oder wie? Beim Ector One, ja, sicher. Und die behinderte Stubenfliege habe ich nicht. Aber du weißt, wo man sie kriegt, oder? Na gut, aber ich will sie nicht. Das war die letzte. Ich kann mich nicht erinnern. Ach, das machen wir schon, das passt schon. Was, Matthias schreibt, wenn die es nicht tun, dann eine Unterfirma, okay? Ist das jetzt ernst oder was? Ich würde sie ja Puh nennen, aber ich will Puh nicht beleidigen. Puck, was? Puck, naja, Puck. Also die Fliege Puck. Also die Fliege Puh, ja. Ach, das kriegt die Sarah schon hin. Ja, sicher. Und wenn sie das geschafft, dann haben wir ja gesagt, zum runden Geburtstag kriegt sie dann den Mercedes vom Kader. Aha. Hilfe! Das Super Sportscar kannst du bauen. Ich überlege gerade, ob ich noch ein Technikset rumliegen habe. Nein, habe ich nicht mehr. Ich überlege mir dann, wie viele Streams es werden. Ach so, so meinst du, Matthias. Okay. Wie viele Streams mit der Fliege meinst du? Ja, nicht mit der Fliege, ich meine mit einem Sportscar zum Beispiel. Mhm. Ach so. Ja. Die Fliege wird wohl in einem Stream. Für Sportscar haben wir auch nicht so wenig lang gebraucht damals. Die Sarah ist doch damit schneller fertig wie du mit dem Schwanstein. Er hat es eh nicht selber gebaut. Au! Wie war das mit dem Glashaus? Da sind noch einige Sachen, die ich nicht selbst gebaut habe. Die ganzen Hunde zum Beispiel, die habe ich nicht gebaut. Das bin ja noch zu retten. Dieser Bauarbeiter hier, oder was das da sein soll, den habe ich nicht gebaut. Das habe ich alles nicht gebaut. Aber Paul, wenigstens bist du ehrlich und sagst, dass du es. Ja, nicht sicher. Warum soll ich da einen Schmarrn erzählen?
Warum soll ich denn da einen Schmarrn erzählen? Ha? Warum? Ja, ist so. Das Einzige, was ich bauen werde, sind von Lotz die Sachen. Die baue ich wieder auf. Hast du schon eine Anleitung gekriegt? Nö. Nee, du hast wir haben doch die Kartons. Sind deine so weit kaputt? Ich habe 2 oder 3 Sets jetzt noch, die muss ich noch zusammenfriemeln, ansonsten sind die soweit in Ordnung. Was nicht übereinstimmt, sind die Minifiguren. Das ist anscheinend, weil das sind Prototypen, da passen die Figuren nicht. Also okay. Ja, gut. Die stimmen auch von den Farben her manchmal nicht, die Sets. Das sieht man ganz gut auf der Figur. Gar nicht. Du hast ja die alle angepackt, oder? Irgendeiner musste ja. Du hast dich fürs Team geopfert. Ja, stimmt, du hast den Beutel. Ja. Naja, ein paar Minifiguren habe ich schon auch, so ist es nicht, aber. Das Diamond Block Neuschwarstein würde ich auch nicht selbst brauchen, sagt der Matthias. Ja, komm schon her, das ist ja eine Frechheit, sowas. Geil war natürlich auch wieder mein Buch, ne? Mein Stormtrooper-Buch. Das ist wieder, das muss leider auch noch ein Video werden. Das fällt auch schon wieder auseinander, das Ding. Von G-Star ist das, ja. Hattest du nicht schon mal so ein Buch gebaut, was auseinandergefallen ist? Ja, vom Batman. Aber ich habe ja gedacht, ich dachte, nach der Zeit sind sie vielleicht besser geworden oder so, weißt du? Man kann es ja mal reingucken. Ja. Dafür habe ich wieder 52 Figuren für Schatz. Habe ich schon gesehen, die Shorts, ja? Ja, ja, der Zug. Das wird spannend. Der Zug ist schön. Ich überlege mir, wenn ich das dann gezeigt habe, ob ich nicht davor auch noch eine Lok setze, die einen Antrieb hat. Dann habe ich ja noch 2 da. Und den dann in die Richtung fahren lasse. Und dann so nach und nach den Tisch runter saust das Ding. Das ist aber cooler. Wäre sicher ein cooler Effekt. Gleich unten in den Karton rein. Stimmt, den Karton soll ich vielleicht runter machen. Zerhaut den Laminat nicht. Musst du vorher noch polieren, nicht, dass du wieder böse Kommentare kriegst. Da sind auch nur Fingerabdrücke drauf. Die Fingerabdrücke sind von Werk schon drauf gewesen. Oh Mann. Lauter Fingerabdrücke von kleinen Kindern, meinst du? Das haben nicht Kinder gebaut, das waren Erwachsene. Nee, verpackt meine ich. Verpackt? Also doch, Made in Austria. Hey. Wenn wieder was fehlt, das war die kleine böse Miley, die hat nicht aufgepasst. Die hat wieder keine Handschuhe angehabt an dem Tag. Und sie schreit mit ihrem Finger, help me. In chinesischer Schrift, da können wir nur nichts mit anfangen, ne? Oh, es tut mir leid. Böse. Wir verpacken hier bei Wasser und Brot. Also, wir kriegen noch was? Wir machen uns drüber lustig, aber ich glaube, wir sind näher an der Wahrheit, als wir denken. Ja, ich will das nicht wissen. Wie hat der Matthias vorher gesagt? Lasst uns diesen Ausweg, diesen. Also, nicht drüber nachdenken. Ich dachte, Katze essen. Oh, Gott. Oh? Ja, ab. Wolle Katze essen. Wolle Katze kaufen. Willst du eine Katze kaufen? Willst du Katze kaufen? Du hast wir essen über. Keine Katzen. Du kannst ja bei Lesti mal nachfragen, ob sie Katzen auch verschicken. Die haben wahrscheinlich alle. Das ist wahrscheinlich so wie Amazon hier. Das wird ja so Lesti in China sein. Ja. Die werden alles haben. Luftpolster-Umschlag, oder? Ja.
Ach Mann. Wie wollen Sie denn? Nein. Einfach nur musst du nur Löcher reinmachen. Ist, da, also ist der Hügel eigentlich noch im Chat? Hügel, bist du noch da? Melde dich doch mal. Bitte melde dich. Es Hügel, ja, Hügel, melde dich mal. Waha war er zumindest noch da. Mir fehlt das. Wäre ja interessant zu wissen, ne? Was da jetzt eigentlich raus geworden ist. Aus was? Der Herr Hügel möge sich bitte im Chat melden. Gib mir das. Hügel, bitte melde dich. Ja, ganz weiter. Aua, sucht Hügel. Melde dich. Aber statt mir die Schlüssel zu geben. Danke. Hügel, bitte melde dich. Nee, der ist eingeschlafen, dem war es zu blöd. Ich glaube, der ist gar nicht mehr da, oder, der Hügel? Ich schau mal rein, warte mal. Ich schau mal, wer mir noch alles angezeigt wird hier. Der hat im Chat uns verlassen. Benutzer im Chat. Niemand. Alle weg? Nee. Nee, sind noch ein paar da, aber kein Hügel. Ein Dorsten ist da. Kein Hügel. Ja, wir sind reingekommen und die Leute sind abgehauen. Merkst du was? Alle sind abgehauen, ja, ich habe schon gemerkt. Die Baustein-Ecke ist da. Juhu! Ja. Der ist der Einzige, der auch noch schreibt da irgendwie. Übrigens, Baustein-Ecke, also Matthias, hast du das neue Video von Johnny gesehen? Das Polizeiset von Lego mit dem Fleischwolf. Kommt dir das bekannt vor? Das Fleischwolf? Er hat es uns ja erklärt. Mit dem. Ach so. Das habe ich sogar auf Video. Ja. Was? Niemals. What? Wo denkst du hin? Ach ja. Das ist alles nur geklaut. Ew, ew. Ew, das ist alles gar nicht meine. Ew. Was ist denn hier los? Achso. Ach so. Mag das niemals würde irgendjemand von irgendjemandem den Witz klauen. Na, sowas macht doch keiner. Guck dir einfach mal das Video an und lies den Titel dazu. Der hat so einen Vergleich gemacht, oder? Schon mal gucken. Der hat so einen Vergleich gemacht, oder? Lego. Ja, aber es geht allein ja schon um den Titel vom Video, ne? Ach, ab in den Fleischwolf. Genau. Das ist jetzt so schlecht. Nee, aber diese die Spirale, die da dabei ist, da hat der Matthias ja auf der Messe gesagt, das ist wie so ein Fleischwolf für die Figuren. Das ist mir nur aufgefallen. Oh Mann. Oder du sparst es dir nicht und machst es doppelt so fleischig. Genau. Fleischwolfig, ja. Doppelt so fleischwolfig. Keine Ahnung. Ja, eben. Aber dann, du kannst ja trotzdem einen Witz zum Witz machen. Oder so. Ja. Es muss fleischig sein. Gibt's ein YouTube-Beef? Schlägerei. Das ist mein Witz. Ja. Ja, so ist es. Was geht bei euch so? Dorsten, was geht bei dir so? Ich sitze jetzt hier und laber mit irgendwelchen Leuten. Ach so. Das klingt traurig. Ja. Hattest du nicht mal Pläne mit deinem Leben? Oh, das war vor 20 Jahren. Ja, bei uns ist ab März, also wir haben ab März beide einen neuen Job. Mal gucken.
Ja, als was? Ich gehe wieder zurück in die IT. Und bin Sarah ja eigentlich macht Schreiner, oder? Und Sarah macht Schreiner, oder was? Genau. Sarah ist der Kaufhauskopf. Der Kaufhauskopf. Nein, ich bleibe schon im Sozialbereich, aber es ist eine andere Stelle. Genau. Wir können es ja sagen, Sarah, du bist meine Ghostbauerin. Ich bezahle dich immer dafür. Kommt ja sowieso irgendwann raus. Wenn sie dafür bezahlt würden, werden tun. Werden würden tun. Ja, schön. Das ist eine soziale Tätigkeit, ja, im Paul beim Bauen helfen. Natürlich. Das ist beim richtig. Doc Tom hat sie andere soziale Fähigkeiten. Oh. Das ist unglaublich. Jetzt wird es, glaube ich, ein bisschen, ne? Das, wir sind voll live, ne? It's a kind of magic. Was du da über. Na. Wird das jetzt in deine ist, dann können wir schließen. Ja. Ja, tut mir leid, aber du hast schon Schluss. Jetzt haben extra Hose anzogen. Jetzt macht ihr da Schluss. Mit dem Stream kann man Schluss machen, aber ihr könnt es ja trotzdem noch weiter quatschen. Das ist ja, nicht das ja, dann kann er die Hose ausziehen auch wieder. So. Ja, aber das ist gut, wenn man da jetzt. Braucht jemand Aufkleber? Jede die, Menge. Die fangen schon an, sich zusammenzuholen. Mhm. Den Zettel. Komm ich nicht hin, bin so fett. Ja, ja, sagt es nur. Wie war das halt? Ja. Alle haben gesagt, ich bin fett. Genau. Was? 172 Kilo waren es, ne? Ja. So Schweinerei überhaupt nicht. Ohne Brille. Aber das macht nichts, Anzeige ist raus. Naja, dann. Dann kann ja nicht schief gehen. Ist doch wurscht. So. Das passt dann nicht rein. Der Dorschner hat die Schlafposition sich zurecht gemacht. Was sagst du? Ja, es ist 9, ich bin ein alter Mann. In Deutschland hat sich jetzt so die Schlafposition zurecht gemacht. Ach so. Wir haben jetzt das Ding hier noch gebaut. Also es ist ein Teil vom Oberkörper. Naja. Gigantisch. Mhm. Ja, so schaut mein Sixpack auch aus. War so rot. Ja, das war der Ding, Matthias. Der, wie hieß der nochmal? Der Walder Lego? Aber das ist doch hinten. Ach so, ich dachte, das ist der Waschbettbaum. Nee, der Walter Lego, ja, der eingeschlafen ist im Stream. Der hat im Stream gepennt, ja. Das war so geil. Der sitzt auf der Dinger. Das war super. Du bist schon kurz davor, die Rettung zu rufen, ne? Gut. Ja, solange er noch schnarcht, lebt er noch. Das sind ja die Gase, die den Körper verlassen. Denn so, Livestream-technisch würde ich sagen, das war es erstmal. Matthias, danke noch fürs Dabeisein. Ich habe keine Ahnung, ob noch der Name ist. Ja, wir sind fast mit der Community-Herausforderung fertig mit der Sarah-Ding. Da fehlt jetzt noch ein Stream oder so, dann haben wir das auch. Dann muss die Sarah wieder mal bei uns abwechseln. Und ja, danke an euch zwei fürs Reinschauen noch. Gerne doch. Und ja, dann mache ich jetzt mal Sense. Tschüss. Sense Confini. Wiederschauen.